Horchen Sie auf, lehnen Sie sich zurück und hängen Sie ab. Denn jetzt, endlich, gibt's eine neue Folge von Stricker TV. Mit dem Mann so vertrauensvoll, wie es sein Ostschweizer Akzent verspricht. Daniel Stricker. Achtung, fertig, los! Hi Erwin. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du bei mir in die Sendung gekommen bist. Ja, bin gespannt, wie das geht. Ich hatte dir die Chance geben, einen Journalist zu loben. Ja, das kann ich am Schluss machen, nicht am Anfang. Kommt doch niemand in den Sinn auf die Schnelle, du musst länger überlegen. Aha, irgendein Journalist. Ja, nimm ein Beispiel, komm von einem Massenmedium, wo du findest, der ist top. Ich habe nichts Spezielles jetzt, wo gerade so im... Der eine oder andere, aber nichts, wo ich jetzt gerade ein Fan wäre und schon lange würde kennen. Aber hast du in letzter Zeit ein Interview gehabt, wo du gut repräsentiert gefühlt hast oder einen Artikel gelesen, den du gut gefunden hast? Ja, das Interview in Batz hat mir gefallen. Obwohl ich mich dort ich sehr hart durchsetzen. Die haben schon ein bisschen scharf mich herausgefordert. Aber das ist an sich gut. Und ich glaube, es ist auch. Ja, die haben Fragen gestellt, natürlich, wo viele denken. Und dann finde ich es eigentlich gut, dass ich mal endlich Stellung nehmen dazu. Meistens wird so Zeug dann nicht in Frageform mir vorgestellt, sondern einfach Behauptungen über mich. Oder das. Mhm. Und, ja. Das war Basler Zeitung, also der Markus Somm. Ja, genau. Ja. Wie bist du zu dem Gespräch gekommen? Hast du dich beworben? Nein. ja, ich kann das eigentlich. Das ist kein Geheimnis. Also, er hat mich in einer Sendung zusammen mit dem Roger Schawinski als grusiger Antisemit bezeichnet. Okay. Das hat mir nicht gefallen. Ich lasse mir das prinzipiell nicht gefallen. Da haben sie eingeklagt. Zwei Klagen, also sie haben das sofort rausschneiden auf gerichtlichen Befehl her. Das ist auch die Podcast-Sendung Roger gegen Roger oder Roger gegen Markus in dem Fall. Ja, ja. Die ist recht bekannt, ja. Ja, ich habe es sonst nicht gekannt. In jedem Fall, das haben sie dann müssen super provisorisch rausschneiden, das ist geblieben. Und parallel zu Ehrverletzungsstrafverfahren gegen Markus Somm. Und das hat mir natürlich nicht gefallen, ist logisch. Also eine Vorstrafe ist nie so ehrenhaft. Und dann hat er mir dann einen Vergleichsvorschlag gemacht, eine ganze Seite Interview in der Basler Zeitung. Da habe ich gedacht, gut, kann ich machen. Gelöscht ist es ja, anerkannt, dass es rechtswidrig ist, ist es damit, brauche ich nicht unbedingt. Habe ich mehr davon, von so einer, ich habe nicht oft Gelegenheit, oder, auf grosse Interview. Und was wichtig war, er hat gesagt, es werde nicht veröffentlicht gegen meinen Willen. Also ich meine, das ist jetzt vielleicht, wenn ich das jetzt da sage, sieht das dann aus als geschönigtes Interview, ist es nicht gewesen. Also, aber einfach blöde Bemerkungen brauche ich einfach nicht. Also man sieht, wenn man das liest, sieht man, die haben mir sehr scharfe und herausfordernde Fragen gestellt und ich habe einfach darauf Antwort gegeben. Das ist so weit gut rausgekommen. So grosse Interview, faire Interview, habe ich seit längerem nicht mehr so Gelegenheit. Also mit den Medien stehe ich generell nicht so gut. Die schreiben so viel Scheiß, also ich kann es nicht anders sagen. Und dann, ich habe auch angefangen, dass ich viele Medien gar nicht mehr informiere über neue Neuigkeiten. Lieber nichts als einfach ein Seich. Und ich tue jetzt nur noch gezielt Journalisten, die ich kenne, die ich irgendwie als fair finde, denen wenigen. Mit denen arbeite ich zusammen, dann liefere ich Informationen und die anderen nicht mehr. Ich habe ja auch schon mit Medien zu tun gehabt, mehr aus beruflichen Gründen. Ich habe mich manchmal gefragt, wie mit George Bush, ist er böse oder ist er blöd? Und beim Bush bin ich zum einen gekommen, ist einfach eine Kombination von beidem. Und bei den Medien frage ich mich manchmal das Gleiche. Zum Teil habe ich das Gefühl, wohlwollende Journalisten und dann werden meine Interviews werden zusammengeschnitten, zusammengekürzt und wird völlig verzerrend dargestellt und wenn ich dann einmal reklamiert habe, zum Teil haben sie es gar nicht anerkannt, haben das Gefühl gehabt, ich denke, da plötzlich meine Aussagen abändern, dabei haben sie mich völlig verfremdet zusammengefasst in den Interviews. Was würdest du sagen, ist da böse Wille dahinter oder ist das einfach also ich glaube, an dem studiere ich schon seit Jahrzehnten um, was da bei den Medien genau abläuft. Ich glaube, es ist eine Mischung von verschiedenen. Also ein Trend ist natürlich vor allem bei jungen Journalisten, dass sie denken,
ja, ich bin eine umstrittene Person, dann müssen wir ja nicht zu positiv anstellen, sonst komme ich nachher einen anderen Rüffel über. Und wenn ich den blöd anstelle, dann bin, habe ich das Regime auf meiner Seite. Oder? Also ja, einfach die, die Regime? Regime, ja, ich sage dann so die herrschenden politischen Kräfte, nenne ich jetzt einfach da ein bisschen Regime. Also Mainstream-Medien oder so junge Journalisten, meistens nicht hochqualifiziert, ein bisschen angelernt, weil vor allem bei der Tageszeitung, die haben immer mehr wirtschaftlich zu kämpfen, dann wird halt einfach die Qualität vom Personal geht runter. Junge, Unerfahrene, die einfach glauben, wenn mit blöden Bemerkungen gegen mich, sagen sie dann abgesichert, dass niemand kann Vorwurf machen, sie hätten da quasi Propaganda gemacht für mich. Also das ist ganz eindeutig ein Zug. Wir hätten das angefangen, dass du... Nein, lass dich rausreden, sorry, das ist ein Zug, weißt du, ein anderer Zug? Dann hat es natürlich auch vorsätzlich, um mich fertig zu machen. Das erlebe ich zurzeit gerade am stärksten mit dem St. Galler Tagblatt. Das mit der Thurgau Zeitung gehören zusammen, die sind vom NZZ-Verlag. Wo man einfach, ich kann ein Beispiel bringen. Wieder. Also zwei Beispiele habe ich in letzter Zeit erlebt, krasse. Ich tue es dann an unserer Zeitschrift VGT-Nachrichten unter dem Rubrik Medienmanipulation einfach zeigen. In einem Fall ist es gegangen, da haben wir einen Bericht gemacht über eine Schweinefabrik. Eine schlimme, also die meisten sind schlimm. Und da habe ich in der Zeitschrift veröffentlicht, News geschickt. Dann hat sich eine Journalistin gemeldet vom Toggenburger Tagblatt. Das ist im Toggenburg hier nicht die Schweinefabrik, das ist eine Regionalausgabe von St. Galler Tagblatt. Und hat da interessiert da und ich habe eine Auskunft gegeben, alle. Und das ist dann hat man das Gefühl gehabt, ja, die versteht, was man meint und alles gut. Und dann ist einfach ein Hetzartikel gegen mich rausgekommen. Und zwar ist das so, es ist noch interessant, darum erzähle ich es im Detail. Es ist, man kann erst lernen, wenn man eigentlich so Sachen wirklich auch im Detail zur Kenntnis nimmt. Dann hat die ist sie zu den, ist sie zu dem Besitzer von der Schweinefabrik gegangen und hat ein Interview, der hat sie eingeladen, freundlich, jetzt vorbereitet, die Schweinefabrik schön vorbereitet, eingeladen und hat ihr dort den Kopf voll geschwätzt mit Fachausdrücken. Und die Säue haben den Husten gehabt. Also mit Säue meinst du Säue? Zwei im, okay. In der Schweinefabrik, die Vierbeinigen, ja. Und da tönt es immer so. Tönt es den ganzen Tag in. Die sind halt auch, und die haben oft den Husten, das ist, glaube ich, noch ein bisschen eine ansteckende Krankheit. Und dann natürlich durch die Bedingungen, die leben dort auf Vollspaltenböden. Also das heisst, es zieht über dem Gülleloch. Also es zieht mit dem ganzen Ammoniakgestank. Und der Durchzug zieht es dort unten rauf, oder? Da oben ist es warm wie verrückt, dann zieht es kalt unten rauf. Und so weiter ist kein Wunder, dass die so dann krankheitsanfällig sind, nur stehen. Der hat aber nicht gesagt, dass sie den Husten. Der hat gesagt, die Tage bellen. Und bellen sei ein Zeichen für Wohlbefinden. Wenn Säue bellen, das machen sie eigentlich nur, wenn sie Freude haben beim Spielen. Also man kann das beobachten, wenn Säue eine Gelegenheit haben, auf der Wiese rumzurennen, dann ein bisschen übermütig, junge Tiere, ein bisschen galoppieren und dann so, oh, oh, so das aus Freude. Ist, genau, ja, ja. Und das klingt ein bisschen ähnlich wie Husten. Aber der Schweinefabrikbesitzer, der weiss natürlich genau, dass das in der Schweinefabrik bellen nie so. Die können ja gar nicht spielen, also ist völlig ausgeschlossen. Und haben genau gewusst, dass das weiss jeder Schweinemeister, die haben, meine Tiere haben den Husten. Und die hat das sofort geglaubt. Ja? Und dann hat er einen Bericht von PETA, das ist die grosse internationale Tierschutzorganisation. Lieber nackt als im Pelz, und die sind da recht. Ja, ja. Die haben viel eine gute Organisation, ja. Die sich ähnlich kämpft wie wir. Nur sind die einfach global vernetzt. Ein Artikel unter die Nase gehabt, wo gestanden ist, ja, Bellen ist ein Zeichen von artgerecht, oder? Dann hätte ich das voll einfach, ich kann nichts dazu sagen dazu. Das wäre ja zu fair, wenn ich noch etwas hätte sagen können dazu. Ich habe es doch in der Zeitung gelesen.
ich erzähle quasi Mist und dann dir ging es gar nicht so schlecht, wie ich behaupte. Die denken sogar Bälle, das sind Zeichen von dir und es ist alles gar nicht so schlimm, wie ich immer behaupte. Dabei jeder Mensch, der geistig, seelisch, gesund ist und die Bilder sieht, weißt, die üblichen grauenhaften Bilder, die die Leute nicht mehr anschauen mögen, der weiss, dass das nicht stimmen kann. Aber die Leute sind so, und sie hat ja dann auch die Bilder nicht veröffentlicht, oder? Die Bilder von dieser Schweinefabrik. Hat sie dürfen füttern dort? Nein, nein, von innen keine Aufnahme. Genau. Nur von außen. Ja, oder? Ja. Also sie gar nicht können füttern. Nein, die Leser haben nicht erfahren, wie das dort innen aussieht. Die haben nur erfahren, dass ich in der Zeitschrift Mist schreibe, die Leute täuschen, Missstände aufdecken, die es gar nicht gibt. Das war der Artikel gewesen. Dann habe ich mich an die Chefredaktion, St. Galler Tagblatt, gewendet. Ich würde gerne eine Gegendarstellung machen, das sei absolut nicht richtig. Und die haben verweigert, eine Gegendarstellung. Also, ich habe dann berichtet, darauf aber in unserer Zeitschrift, doppelseitigen Bericht mit diesen Bildern und was die für Kabis schreiben dazu. Einfach, um die Leute aufzuklären, seid vorsichtig. Ihr werdet jeden Tag verarscht von diesen Medien. Ihr merkt es nur nicht. Aber wenn man etwas davon versteht, dann merkt es. Es gibt kaum einen Artikel, Zeitungsartikel, eher selten, wo ich mich gut auskenne und wenn nicht seicht drin steht. Und bei den anderen, wo man sich nicht auskennt, merkt man es einfach nicht. Man hat wie ein Erweckungserlebnis, wenn man selber unter die Räder kommt oder wenn man sich eben in einer Materie sehr gut auskennt. Und dann stellt man sich eben, glaube ich, die Frage, die wir uns beide stellen. Ist es bösartig oder ist es einfach dumm? Ist es jetzt, kann man wieder fragen, was ist Psychologe bösartig? Also da ist auch, glaube ich, eine Mischung einfach, das ist der Trend von dieser Zeitung, einfach möglichst negativ über mich berichten. Und wenn man es erwischt, dass es falsch geschrieben hat, recht aber ey. Oder? Die haben nicht wollen, dass ich richtig Stellung, die Leser erfahren, da haben wir eigentlich einen krassen Mist geschrieben. Oder? Also ist massive Desinformation. Also abgelehnt. Oder? Und dann, kannst du da überhaupt wehren? Kannst du das, ist zu wenig, also gerichtlich meinst du. Das hat nicht die Intensität von einer Ehrverletzung. Ja, es ist Grenzen und ich prozessiere eigentlich nur, wenn es klar ist. Man kann sich rechtlich nicht gegen alles wehren, leider, nur gegen ganz krasse Sachen. Und hat gedacht, bringt nicht viel, ich tue einfach in unserer Zeitschrift, in unseren Medien, Facebook, überall, das bekannt machen. Oder? Aber es ist natürlich, es zeigt tief, auch dann nachher die Rechthaberei in ganz klaren überführt, dass sie mischt und unfairen mischt. Dass sie mich, sie hätte mich mit so etwas, mit so einem schweren Vorwurf, auch nach dem Journalistenkodex, müssen mich konfrontieren. Das ist ein schwerer Vorwurf. Wir denken, unsere Leute täuschen. Eigentlich wäre das schon die Intensität von einer Ehrverletzung. Aber ich denke, es ist, das ist halt eine sehr menschliche Qualität, dass er nicht kann zu Fehler stehen und sich nicht entschuldigen kann. Ja, aber anständige Medien tun das ich würde sagen, dass es ist ja auch bekannt dafür, der Spiegel zum Beispiel hat ja einmal gegen Jürgen Todenhöfer einen Prozess gehabt, weil Jürgen Todenhöfer, glaube ich, sie auch verklagt hat oder so. Und der hat auch gewonnen gegen den Spiegel-Verlag. Und ich habe im Spiegel nicht ein Ziel über das gelesen. Der Spiegel hat kein Wort über das verloren. Die tun das einfach unter den Teppich kehren. Ja, man muss dann eben eine Urteilspublikation verlangen in der Klage. Ja, vielleicht haben sie das eben, auch. Ich muss sagen, als regelmäßiger Leser hast du eigentlich nicht erfahren, dass überhaupt ein Prozess angestrengt worden ist oder die Größe, die zeigen zu können. Das ist mit sich, und da kommt es meistens sehr spät. Also mit gerichtlich sich wehren, das ist in vielen Fällen, bringt es gar nichts. Der Reinhard May hat ja das, ein Lied geschrieben, was in der Zeitung steht. Ja. Und dann glaubt man das, bis man selber unter die Räder kommt. Ja, ja, so ist es. Ja. Und ja gut, als einzelnes Beispiel könnte man jetzt einfach denken, das ist menschlich, die haben den Fehler nicht zugeben. Es ist aber bei dieser Zeitung, bei anderen übrigens auch, also es kommt jetzt nicht nur die, aber ein System dahinter. Das hat sich jetzt, wenn es immer wieder, also ich will es vorwegnehmen, grundsätzlich tönt die seit Jahren nur etwas, auf die meisten anderen Medien, mit Ausnahmen,
nur etwas über uns berichten, unsere Arbeit, wenn es negativ ist. Also wenn also man mich abmachen kann. Oder wenn, oder als Arbeit gegen den VGT? Gegen den VGT ist. Wenn es also eigentlich rufschädigend ist. Wenn es einfach einem Narrativ entspricht, das schon seit 20, 30 Jahren erzählt wird, oder? Nicht unbedingt. Also ein ganz interessantes Beispiel. Ich habe ja jetzt im Zusammenhang mit diesen Rassismusvorwürfen gegen mich, wo seit 3 Jahren also Kampagne läuft, im Zusammenhang mit dem Schächten, wo man mich als Antisemit darstellt, wegen dem, habe ich etwa 20 Gerichtsverfahren geführt. Die meisten sind schon abgeschlossen. Und habe bis jetzt alle gewonnen. Kein Wort über irgendeinen Gerichtsentscheid im St. Galler Tagblatt. Bis kürzlich einen einsamen Entscheid anders gelautet hat. In St. Gallen oder wo? In Winterthur, ist nicht einmal hier im Informationsbereich. Und die anderen Prozesse, die anderen 20 sind hat eine Einzelrichterin anders entschieden. Und das ist der einzige Urteil, nicht rechtskräftig. Es gibt jetzt bereits oberen Gerichtsentscheid, der zeigt, das ist nicht richtig. Über das haben sofort berichtet, Erwin Kessler darf Antisemit genannt werden. Er hat jetzt ein Strafverfahren am Hals. Weil? Das ist extrem irreführend. Erstens ist noch gar keine Begründung vorgelegen. Man hat nicht gewusst, warum das die freigesprochen worden ist. Zweitens ist es nicht rechtskräftig gewesen. Drittens habe ich bereits bei den gleichen Beschuldigten ein paralleles Verfahren, ein Zivilverfahren, wo klar vorstellt, was die erzählt, ist rechtswidrig, unwahr. Kein Wort über das, nur über Sander. Und aber dann wird es noch abziehen. Ist immer noch auffindbar. Ich habe vorhin den Namen gegoogelt und an der Seite, Position 4 oder 5, kommt genau der Artikel. Kann das sein? Gell, den haben wir heute Morgen gemacht. Sie haben dann den Titel ein bisschen geändert. Aber ich habe auch Recht bekommen. Ich habe andere, die das nachher abgeschrieben und geteilt haben, haben es müssen löschen. Weil das Gericht hat anerkannt, die Behauptung, Erwin Kessler darf Antisemit genannt werden, ist in mancher Hinsicht falsch. Auch die ist freigesprochen worden, das würde heissen, die hat unter diesen bestimmten Umständen dürfen, wenn schon. Aus Gutgläubigkeit oder so. Zum Beispiel, wenn schon, oder? Und dann habe ich aber parallel dazu schon ein Urteil gehabt vom Bezirk im Zivilverfahren, wo der gleiche Sachverhalt einfach zivilrechtlich beurteilt worden ist. Aber die Beurteilung ist eigentlich gleich. Ist es wahr oder ist es nicht wahr und ist es sehr verletzend? Sind denn die anderen Fälle, wo das ist jetzt in Winterthur gewesen, und das Tagblatt schreibt über Winterthur, sind die anderen Fälle noch weiter entfernt gewesen? Oder sind sie jetzt auch im Thurgau oder in St. Gallischen? Nein, ich habe ja massenhaft in Thurgau Gerichtsverfahren gewonnen. Und das war also kein Wort? Kein Wort über keinen einzigen von einem positiven Entscheid. Und die sind alle Zürich, also es ist... Gegen das kann man sich eigentlich nicht wehren, weil wenn etwas einfach nicht gesagt wird, dann ist es blöd gesagt, auch wenn es die Schlagzeile nicht stimmt, inhaltlich richtig, dass du dort, auch wenn du noch eine rechtsgültige Teilniederlage bekommen hast, und dann könnte es sich einfach auf die Teilniederlage einschiessen und das Hand eigentlich weglassen und dann stehst du als Loser da. Ja, aber das war nicht richtig gewesen, weil das ist vom Gericht anerkannt, die haben es auch müssen ändern. Und zwar, weil ich habe ja ein Urteil hatte bereits vom Thurgau, das sagt, dass nein, sie darf das nicht, ist rechtswidrig, persönlichkeitsverletzend. Dann hat man also 2 Urteile, die widersprechen. Und dann kann man nicht einfach sagen, pauschal, und dann... Wenn sie geschrieben hätten, das haben sie ein bisschen ändern. Also das Urteil, nach dem Urteil hat die Person dürfen mich Antisemit nennen. Aus Gründen, die man noch nicht kennt. Genau. Aber, ja. Oder? Aber nachher die Pauschalisierung, die boshafte Pauschalisierung, man darf, obwohl es ein mindestens gleichwertiges Urteil hat, man darf nicht. Da kann man nicht einfach so pauschale Behauptung aufstellen. Und alle dutzendweise Entscheid voran völlig ignorieren. Aber genau, du wärst das ja gerichtlich, oder? Ja. Und wie, darf ich fragen, wie das Ganze angefangen hat? Hast du von Anfang an, als du den VGT gegründet hast, das als ein PR-Vehikel angeschaut, dass du einfach auch das nutzt als Plattform, damit du Aufmerksamkeit bekommst, indem du Prozesse anstrengst? Ich meine, du hast gegen die SBB und gegen die Schweizer Post und gegen alle möglichen... Es gibt so Prozesse, die ich eigentlich ganz gerne habe, weil es dem Tierschutz etwas nützt.
Aber jetzt gerade in dieser Kampagne nützt das dem Tierschutz gar nicht. Das ist jetzt einfach der Schutz, zwei Aspekte. Der VGT vor Rufmord schützen, sonst kann man gar nicht mehr machen. Und das Zweite vor allem, kämpfen dafür, dass man das Schächten noch darf kritisieren darf. Es ist ja immer um Schächten gegangen, die haben es zwar nicht erwähnt, aber effektiv, die haben einfach gesagt, der Antisemit, Rassist, gar nicht gesagt, wegen was. Oder? Da stellt man sich vor, schlimme Sachen. Und weil es um Schächten gegangen ist, man hat dann einfach aus zusammengesammelt, so aus 30 Jahre VGT, was ich in den 90er Jahren über Schächte geschrieben habe, so einzelne Halbsätze, Sätze rausgepickt und dann aus dem Zusammenhang gerissen. Und der Hintergrund mit dem Schächte und warum dass ich das gesagt habe, hat man nicht erfahren. Und dann in aus dem Zusammenhang gerissen, in einen anderen Zusammenhang gestellt, mit der Behauptung, ich denke mich, seit der VGT geht immer antisemitisch äußern. Also das ist jetzt und das war eben, weil wir hartnäckig gegen das Schächten kämpfen. Obwohl das macht nur ein paar Prozent von unserer Tätigkeit aus. Aber da, das Schächten halt auch, das ist eine schlimme Tierquälerei. Ich sehe nicht ein, weil es jetzt da religiöse Tierquäler sind, dass man dann die machen lässt. Und das wäre ja auch eine Art von diskriminierend, wenn man die normalen, die christlichen und atheistischen Tierquellen dann würde kritisieren. Darf ich fragen, wie du Rassismus definierst? Das ist eigentlich eine klare Sache. Rassismus heisst ursprünglich, wenn man jemanden wegen einer Eigenschaft abmacht, die er gar nicht dafür kann, weil das angeboren ist. Also, wenn man einen Schwarzen als Scheissnigger bezeichnet oder so, dann ist er das nur wegen seiner Hautfarbe. Oder weil irgendeiner behauptet, dass sie genetisch minderwertig. Also Eigenschaften, die der gar nicht dafür kann. Nicht für Handlungen, die er vollzieht, sondern aufgrund von dem, wie er geboren ist. Und das finde ich ganz schlimm. So etwas kommt mir nicht im Schlaf in den Sinn. Darum finde ich Rassismus vor wie etwas Schwerwiegendes. Ich verstehe unter dem das. Natürlich ist heute ein Trend da, dass man das immer mehr entwertet und verwässert. Ich frage mich, Rassismus, es wird immer überall herumgeschrauen, Rassist, Antisemit, was ich etwas. Aber wenn man sich wirklich überlegt, wer will schon wirklich, also ich meine wirklich, gar gibt es Leute, die Israel kritisieren und so weiter, aber also wieder, ich kenne jetzt dich nicht genug gut, also ich vielleicht schon genug gut, aber ich kann für mich sicher sagen, ich will niemanden in meinem Umfeld haben, wo ein Rassist ist. Ja, oder? Das ist ja das. Das ist ja, und ich kenne auch nie. Also ich kenne schon so Arschlöcher. Letztens habe ich erlebt, die Geschichte habe ich gehört bekommen von einer Vertrauensperson. Die sind draußen am Käfele in Utzwil. Und dann sind drei wahrscheinlich Nordafrikaner oder Afrikaner, Dunkelhäutige, sind auf dem Velo vorbeigefahren und haben gelacht. Und dann hat eine in dieser Runde, die dort gehockt ist, gesagt, wo hätten die Velo gestohlen? Oder? Das ist vielleicht noch nicht rassistisch, das ist vielleicht noch nicht im strengen Sinn rassistisch. Nein, aber in meinen Augen ist das ist einfach ignorant. wie soll ich sagen? Leute, wenn jetzt als Stadt Schwarze Basler gewesen wären und das in Zürich passiert wäre und die das gesagt hätten, wie sagt man dem? Das ist einfach boshaft. Dann würde man ja nicht rassistisch sagen. Also das ist einfach verleumderisch, boshaft. Aber das ist jetzt in meinen Augen noch nicht rassistisch. Würde aber sofort, nur weil jetzt die schwarz sind, dann ist es rassistisch. Wenn sie weiß sind und Basler, ist es nicht rassistisch. Man hat auch keine anderen Indizien gehabt. Also wieso kommt man auf so einen dummen Satz? Nicht wegen der Frisur, nicht wegen der. Es muss ja fast die Hautfarbe gewesen sein, oder? Es kommt und fremdenfindlich ist natürlich ja, das, weil man die nicht da will, aus welchen Gründen auch immer, dann macht man die ab und schikanieren und mobben. Das ist dann, gut, das sind Übergangsbereiche. Aber heute wird einfach, sobald man irgendetwas sagt, und es ist eine geschützte Gruppe, Ethnie, Religion, Rasse, gibt es eigentlich in dem Sinn gar nicht, aber so, wenn man die kritisiert, was bei einem anderen überhaupt normal wäre, oder dann ist es sofort rassistisch. Und das ist eine ganz gefährliche Entwertung von diesen Begriffen. Oder auch wenn einer sagt, letztens hat einer, glaube ich, ein Gemeindepräsident, irgendwie so, ich habe es nur am Rand verfolgt, gesagt, Zigeuner hätten eine Sauerei hinterlassen.
dem Platz, wo sie dort auf der Gemeinde waren. Und dann hat es nachher ein riesen Rassismus-Geschrei gegeben. Aber das ist wieder etwas anderes, also wenn die Leute auf dem Velo vorbeifahren und einfach fröhlich drauf sind und man nachher so Zeug sagt. Ja, eben. Das ist ja wirklich Sauerei wahrscheinlich. Natürlich, das ist irgendeine sachliche Kritik. Mhm. Und das andere ist einfach bösartige Menschen, Hast du mal gehört von Black Lives Matter? Mhm. Das ist eine Bewegung in den USA, die Beyoncé Knowles und so auch befördert. Und hat ja da die, also mutmaßlich, ich bin nicht dabei gewesen, aber da hat es ja wirklich so die Polizisten, also Mord an Schwarzen gegeben, durch Polizisten, wo zum Teil dann auch die Leute freigesprochen worden sind, obwohl es ziemlich eklatant war, dass sie in den Rücken geschossen worden sind. Oder der eine hatte eine Waffe im Handschuhfach gehabt. Und hat aber gesagt, als er angehalten worden ist, Achtung, ich habe eine Waffe im Handschuhfach, hat das Recht, um es zu tragen. Auf jeden Fall ist dann nachher vor laufender Kamera, glaube ich, auf Facebook Live, seine Frau hat gefilmt, ist der verschossen worden. Und aufgrund von dem hat es nachher in Ferguson und in anderen Orten hat's eine also Demonstrationen gegeben, Aufruhr und so weiter. Und wo ich das gehört habe, habe ich gefunden, okay, ja, es wird Zeit, dass man etwas macht, weil es ist ja wirklich ein Problem. Oder? Auch wenn wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen jetzt Dunkelhäutige in den USA prozentual mehr Straftaten begehen, wie in der Schweiz ja auch Ausländer mehr Straftaten begehen, weil ja verschiedene Gründe haben, Alter, Einkommensstruktur, was immer. Dann hat man doch das Gefühl gehabt, es ist nötig, dass man etwas macht. Und ich bin am Anfang eigentlich ein Befürworter gewesen. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der Materie auseinandergesetzt. Und ich bin dann auf einen Begriff gestoßen, der heißt Identity Politics. Und du findest dann Leute, die gegen sogenannte Identitätspolitik sind. Und wer das aber macht, jetzt in den USA zum Beispiel, der wird gerade in rechtsradikale Ecke gestellt. Dabei ist da, was die eigentlich die Gegner von der Identity Politics sagen, für mich müssen die Türen zumachen, die Gegner von der Identity Politics sagen etwas sehr Interessantes. Und zwar sagt er, sobald du anfängst, ein Tribe, also einen einzelnen Stamm, bevorzugen und sagst Black Lives Matter, dann tust du nicht wie ausschliessen, dass White Lives Don't Matter und so weiter. Und da hat die gefährliche Konsequenz am Schluss, dass am Schluss jede Gruppe für sich kämpft. Du hast den Feministen, die für Frauen kämpfen, du hast die Spanier, die Wanderer, die für die Wanderer kämpfen, die Schwarzen, für die Schwarzen kämpfen. Und stattdessen ist der Ansatz von den Gegnern der Identitätspolitik, dass man einfach jedes Individuum ganz genau gleich soll behandeln soll. Und da hat einen spannenden Auswuchs. Zum Beispiel gibt es den Begriff Affirmative Action. Das heisst, man hat in den USA die Erfahrung gemacht, dass halt die Leute, also oft halt eben mit schwarzen Minderheiten, schwarzen Familien, dass die weniger gute Schulnoten haben, weil sie halt eben auch schwierigere soziale Umstände haben zuhause und so weiter. Und aufgrund von dem auch schlechtere Noten haben und darum Mühe haben, an Universitäten zu kommen zum Teil, weil die Eintrittsprüfungen nicht bestehen. Und dann hat man mit Affirmative Action, also eine Art positiven Rassismus, hat man dann gesagt, okay, statt 70 Punkte dieser Prüfung, wenn man dunkelhäutig ist, lange 66 Punkte. Weil wir wollen, dass auch Leute aus diesen armen Vierteln, aus den Schwarzen, eine Chance haben. Und das tönt ja dann am Anfang, also ich weiss ja, wie es für dich tönt. Wie tönt das für dich? Ja, man hat das Gefühl, die sagen einfach dümmer, darum müssen wir denen entgegenkommen. Irgendwie. Man kann es so sehen, aber ich hätte es eher anders gedacht. Ich hätte gedacht, ja, das kann soziale Gründe haben, das ist fair, dass man Leute aus ärmeren Schichten oder eben, dann wie eine Chance gibt. Aber eben, es könnte auf die andere Seite sofort natürlich abgeleitet was werden. Was man eben nicht daran denkt. Rassist würde jetzt das sofort machen. Es ist da sieht man, also die haben eine niedrige Intelligenz. Ja, die Diskussion mit der Bell Curve wird in den USA auch geführt, nur ganz kurz. Darf ich daran schon unterbrechen? Ja. Ich will eigentlich das Thema Rassismus nicht in dieser Breite diskutieren. Ja. Ich würde es schnell fertig erzählen. Aha, okay. Ich muss ja nicht darauf antworten, aber ich denke, jetzt haben die Hörer ja schon gehört. Ja. Und interessant ist dort jetzt gewesen, vordergründig bin ich dagegen gewesen, dass eigentlich fand ich eine gute Idee, dass man es so befördern. Mhm. Bis ich dann erfahren habe, eigentlich heisst das dann jedes Mal, wenn man dann jemanden befördert, dass ein anderer nicht reingehen kann. Und jetzt hat man den paradoxen Umstand, dass Asiaten zum Beispiel auch IQ-Test und so, noch besser als die Weißen abschliessen und überdurchschnittlich wahrscheinlich auch fleissig oder was ich weiß, die Mentalität haben, oder? Und darum überdurchschnittlich gut sind. Und jetzt hängt eine Klage von Asiaten gegen Harvard, weil sie nämlich
wiederum rassistisch behandelt werden, weil sie bessere Noten bringen als andere. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, dass am Schluss Identitätspolitik am Schluss etwas wahnsinnig Kompliziertes und am Schluss etwas Negatives ist, weil man am Schluss wirklich jeden Mensch muss für vollwertig anschauen muss und weil man nicht einfach Rückschlüsse ziehen kann und sagen, du siehst so aus, du bist so. Das ist ja die Definition von Rassismus. Aber auch das linke Kreis jetzt zum Beispiel in den USA wird genau das eigentlich wieder befördert. Du bist eine Frau, du darfst mehr Förderung haben, du bist dunkelhäutig, du darfst mehr, oder? Und das gibt am Schluss einen riesen Brei. Und statt dass man gemeinsam in einem Land lebt, wo alle gleich behandelt werden, werden plötzlich gewisse Leute dann einfach, gibt es am Schluss lauter so Clans oder Tribes, die gegeneinander ankämpfen und das Land auseinanderreissen. Du, ich glaube, Amerika hat natürlich noch spezielle Probleme, die wir da nicht haben. Und kenne mich dort auch nicht aus. Es ist sicher ein schwieriges Problem. Man sollte einfach lernen, mit jedem Menschen gleich und natürlich und normal umgehen, egal woher er kommt. Aber das kannst du nicht staatlich, es ist wie die Wirtschaftspolitik. Wenn der Staat eingreift mit Regulierungen, funktioniert es einfach nicht mehr recht. Und wenn er jetzt anfängt, gewisse Menschen, Dunkelhäutige zu bevorzugen oder irgend so, dann kommen wir in eine Regulierung rein, die andere eifersüchtig macht, weil die bevorzugt werden, oder einfach dann wieder das Gegenteil bewirkt, was man eigentlich hätte wollen. Aber eben, ich bin nicht ein Rassismus-Spezialist. Ich will eigentlich zurückkommen in den Bereich, wo ich selber kurz erlebe. Bei Frauen ist nicht etwas ähnliches. Dann werden bewusst Frauen eingestellt und nachher sind die alle dem pauschalen Vorwurf unterstellt. Die ist nur Quotenfrau, sie ist nur gewählt worden wegen dem und so weiter. Vielleicht darf ich eine ganz andere Frage stellen. Gehen wir mal an die Wurzel zurück. Mich ins Wunder, hast du eine Art Erweckungserlebnis gehabt, wo dich, du bist ja Doktor du bist Ingenieur, glaube ich, ETH. Ja. Und du bist ja irgendwann einmal dazu gekommen, dass du den Verein gegründet hast. Und mich ins Wunder, ist das ein einziges Erlebnis gewesen, kannst du davon erzählen? Oder ist das eine Serie von Erlebnissen, die dich dazu geführt haben, deine ganze Laufbahn nach dem hat immer alles im Lebenslauf irgendeinen Grund. Ich finde das nicht so interessant für das Publikum. Also ich sage es einfach in ein, zwei Sätzen. Ich bin als Kind auf dem Land in der Ferien beim Onkel. Ich hatte eigentlich Beziehungen zu landwirtschaftlichen Nutztieren. Kühe vor allem haben mir immer gut gefallen. Ich finde so gemütliche Tiere. Ich bin oft als Bub zu denen an und habe mich dort irgendwie geborgen gefühlt. In diesen Tieren sind so gemütlich und friedlich. Und das ist mir halt irgendwie geblieben. Und ich habe dann irgendwann einmal, als ich 20 so war, ein bisschen versucht, mich mit Tierschutz zu engagieren. Denkt mir, was man mit diesen Nutztieren macht, ist nicht in Ordnung. Ich habe bei verschiedenen Tierschutzorganisationen, Vereinen versucht mitzumachen. Und dann nach einem halben Jahr habe ich total resigniert. Das ist so schwerfällig, die sind nicht entschlussfähig. Und da muss man auf tausend Sachen Rücksicht nehmen. Was, man muss dann ja mit dem Kantonstierarzt bei anderen Gelegenheiten auch wieder zusammenarbeiten können. Und was denken die Leute, wenn wir jetzt das? Und einfach unmögliche konservativ zustand, dann habe ich aufgehört. Dann ich da hoffnungslos. Dann habe ich mich beruflich Karriere gewidmet, das Doktorat gemacht. Und viel später habe ich mich selbstständigt, und zwar auf eine einfache Art, als Experten, ohne Angestellte. Also, wenn ich Arbeit hatte, war es gut, und sonst bin ich in den Garten gegangen. Also, ich wollte nie eine Firma mit Angestellten gründen, weil das ist einfach ein Stress. Da musst du schauen, dass sie ausgelastet sind. Und jetzt hast du keinen Stress. Mit 74 Jedenfalls, das war eine Zeit, in der ich gut verdient habe. Und eigentlich eine schöne Arbeit. Ich konnte zuhause arbeiten können. Büro. Und dann bin ich auf dumme Idee gekommen. Ich dachte eines Tages, ja gut, habe ich eigentlich viel erreicht, da geht mir gut. Ja, ist jetzt das alles? Soll ich jetzt einfach bis zum Lebensende noch gut verdienen? Und dann habe ich gedacht, ist mir immer wieder das wieder mit diesen Nutztieren in den Sinn gekommen. Das war auch noch die Zeit, wo du sagst Nutztier? Nutztier. Ich meide den Begriff. Darfst du eine Klammer aufmachen? Als ich 20 oder 22 war, habe ich den Begriff Nutztier im Radio gehört. Und ich habe im Radio geschrieben und ich habe gesagt, dass der Wort Nutztier ist ein Propagandabegriff
weil es klingt so, als ob die da sind, um uns einfach zu nutzen und keinen anderen Verwendungszweck haben. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, aber von der Chefredaktion einen Brief zurückbekommen, dass ich recht hätte und dass ich in Zukunft auf den Begriff verzichte. Ja, du hast natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite kann man nicht alles über die Sprache regeln. Ich wollte einfach mal primär verstanden werden. Mhm. Und natürlich ist das nicht, weißt, es ist nicht das Wort, sondern es ist nicht das Wort, das schlecht ist, sondern was man mit diesen Tieren Zustände, macht. Ja. Oder? Und ich könnte auch sagen, landwirtschaftliche Tiere befriedigt mich auch nicht. Mit Landwirtschaft hat das überhaupt nichts mehr zu tun, die Tierfabriken. Das hat mit Fabriken zu tun, ja. Ja, eben. Oder da kannst du auch sagen, Labortier ist auch entwertend. Das ist, weil die Labortiere sind ja wegwerfbar. Oder dürfen, also, okay, da, genau. Sorry, da kommst du einfach, ja. Da wird es einfach sprachlich oft schwierig, wenn man alles will, über die Sprache regeln. Ich war auch immer ein Gegner von diesen feministischen Endungen, weißt du. Mhm. Der, da bin ich aus ästhetischen Gründen dagegen. Ja, es wird mir ja, so schwerfällig wird es auch wie Sprachverhunzung. Da bin ich oft kritisiert worden. Jetzt. Darf ich noch mal ein Klammer aufmachen? Du bist ein schöner Dialog spinnen, obwohl du es spannend was erzählen hast. Aber als ich 20 war, nach der Lehre bei der Swissair, bin ich bei der SSR-Reise gelandet. Das war so eine genossenschaftliche Firma, ganz, ganz links, mit Gleichberechtigungsstellen, obwohl es den Männern dort schlechter gegangen ist als den Frauen. Und dort musste man immer müssen, überall das Innen anhängen. Und sie oder er und Slash und Zeug. Und dann ist eines Tages eingebrochen worden, bei der SSR-Reise und da haben sie ein paar Sachen geklaut. Dann waren sie nur mal genau, und dann haben sie geschrieben, dann haben sie geschrieben die Einbrecher haben zwei Computer gestohlen. Und dann habe ich mich zugegebenermaßen ein bisschen künstlich empört, dass jetzt nicht einfach nur ein Einbrecher steht und du hättest den strafenden Blick von meinen weiblichen Vorgesetzten sehen sollen, und ich das gemacht habe. Das war ein wahnsinniger Tabubruch. Und das ist etwas, was mich bis heute, obwohl ich im Herzen eigentlich links bin, etwas, was mir wahnsinnig sauer aufstößt, das Denkverbot. Und ja, der Trend geht mit wieder dabei. In den 68er waren es die Linken, die die Liberalisierung vorgeführt haben. Und mittlerweile sind es die, die dafür sorgen, dass man nicht mehr frei reden darf, dass man Political Correctness herrschen lassen und dass alles, was man sagt, gerade auf Goldwaage gelegt wird und alles fehlinterpretiert, bösartig interpretiert. Und mittlerweile muss man ja fast schon rechts wählen, zum, weißt du, Paradox. Früher musste man links wählen für Liberalisierung von der Gesellschaft, heute muss man rechts wählen. Das ist ein riesen Manko, ein riesen Defizit von der Politik, also von der linken Politik, die auch viele weggetrieben hat. Und darum sind auch die Linken so angriffbar gewesen, wo man von Champagner, wie hat man gesagt, Güppli-Sozialisten und so geredet hat. Mhm. Weil das hat genau den Kern getroffen, der Kritik. Aber gehen wir wieder zurück zum Thema. Okay, ja. Wir tun dem schon Rechnung tragen mit so falschen, abwertenden Wörtern. Ich tue, man, häufig oder meistens nutzt die ihre Anführungszeichen. Mhm. Oder dann schreibe ich manchmal in Klammer Ausnutztiere, oder Ausnutztiere. Mhm. Also auf die Art darauf hinweisen, dass es eigentlich, oder was wir auch nicht wollen, würde Schimpfwörter als Tier, als Schimpfwörter, da sagen wir, hey, löscht das im Facebook, das wollen wir nicht. Da musst du nicht sagen, dass es eine Sau oder irgend so etwas, oder das bewusstseinsbildend, aber einfach über die Sprache, durch Sprachveränderung, das kannst du nicht Problem lösen. Ich meine, eben, Sprache muss rational sein, die braucht man ja den ganzen Tag. Die kannst du nicht einfach schwerfällig machen, nur für bestimmte Ideale durchzusetzen. Und da bin ich, heute hat sich so ein bisschen geleitet. Das ist die Einzige, die übrigens dem widerstanden sind, wo hat man dem Widerstand geleistet mit diesen Innen? Aus bürgerlicher Reise, SVP. Ja, ganz falsch. In den Gesetzen. Ah ja, Juristen wollen klare, kleine Texte. Ja, das hat dort nie Eingang gefunden. Aber ja, sonst eigentlich überall. Und hast du mal, also ich bin letztens über den Brief gestolpert, euphemistische Tretmühle. Hast du das gehört? Ja. Das ist ganz interessant. Das ist eine Theorie, die sagt, wenn jetzt ein Begriff da ist, sagen wir zum Beispiel Ausländer, oder? Dann benutzt man den und dann ist er wie irgendwann negativ besetzt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt hat man nicht einfach, oder von Gastarbeiter, in Deutschland ist der Begriff Gastarbeiter belastet, oder? Hätte man nicht mehr dürfen sagen. Und dann hat man plötzlich das Wort erfunden,
Ausländer mit Migrationshintergrund. Oder? Das wird stehen. Und, ja, ja. Und das Lustige ist eben das, und das ist die Theorie, die kann man nachlesen. Die Theorie ist die, solange das Kernproblem, das tatsächlich existiert, nicht aus dem Weg geschafft wird, sagen, wird man immer neue Wörter finden und es geht nur eine kurze Zeit und das Wort, das neue Wort ist gleich belastet. Genau. Wie das früher waren es Fremdarbeiter, gewesen, nachher sind es Gastarbeiter. Genau, hat man verschönert, ja, ja. Und ist aber immer noch nicht gut gewesen. Und, eben, und das ist etwas, was anhalten. Auch die katholische Kirche hört man sie klingeln, sie erinnern daran, wie sie Kinder penetrieren, wie sie es gemacht sollen haben, das, machen und machen werden. Sollen wir das tolerieren? Ja, nein, ich finde es gut. Ich finde es recht grossig für die katholische Kirche, dass sie es immer wieder daran erinnert, dass sie eine Kindesmissbrauchvereinigung sind. Und jedes Mal, wenn ich in der Kirche läutet, danke ich denen, dass sie so offen kommunizieren, was sie eigentlich machen. Gut. Ich finde ehrlich gesagt, obwohl ich nicht christlich bin, gehöre ich zu keiner Kirche. Ich finde es noch schön, muss ich sagen, so ein Abendglüht. Finde ich schön, wenn es nicht gerade im städtischen Bereich ist ja sowieso schon ein Lärmteppich da ist und die Leute endlich mal Ruhe wollen. Und wenn du nicht selber gerade neben der Kirche wohnst wie ich. Ja, dann kann es sehr laut sein. Aber sonst in so einem Dorf, wo eigentlich noch meistens Ruhe herrscht, wenn es nicht gerade der Start von Kloten her wieder Anflugschneisen über die Ostschweiz legen, wo man da redet. Ich finde es noch feierlich und schön. Ja. Ich finde es zumutig und eine Machtdemonstration. Ja, ja. Dass am Morgen um 6 Uhr losklingen, ja. Man muss dann quasi aufstehen. Ich kann das auch so sehen. Aber wir gehen wieder ein bisschen zurück. Wir haben immerhin ein schönes Glied im Doppel, da muss ich sagen. Wir kommen wieder ein bisschen zurück auf meine Arbeit. Dort will ich eigentlich informieren. Ich würde mich ablenken. Ich will Zuschauer nicht einfach unterhalten, sondern ich will eine Information vermitteln. Oder? Und ja, du hast dann mal gefragt, noch, da sind wir darüber hineingegangen, warum das so Medien dann jetzt wieder das St. Galler Tagblatt einfach systematisch negativ über mich berichtet und wenn sie nichts haben, noch Negatives erfindet, boshaft, oder? Haben Sie gefragt? Okay. Hast du gesagt, warum das so, aha, wieso es läuft? Ja, genau. Dass das so läuft und gekommen ist. Also die Erklärung ist einfach, was wir, unsere Botschaft, jetzt, seit längerem sind wir ja vegan, heisst keine tierischen Produkte. Das ist natürlich revolutionär. Das hat die einschneidende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Für die einen gut, für die einen negativ, wie jede Veränderung. Dann vor allem trifft das schlechte Gewissen von all denen, die das noch essen. Weiß ja heute jeder mehr oder weniger, was läuft. Und so zu verdrängt werden, sind die wenigsten so psychopathisch, gefühllos, dass sie einfach sagen, das ist mir gleich und alles können anschauen. Es wird verdrängt. Und da einer, der natürlich das immer wieder aufdeckt und das Verdrängen stört und es schwer macht, den muss man aus der Welt schaffen. Und physisch ist nicht so einfach. Heute, bringt man einem nicht mehr gerade um, dann wird man verbal kaputt gemacht, oder? Eben mit Verleumdungskampagnen. Das siehst du in der Politik immer wieder, wenn halt gegen den Strom schwimmt, dann wird er ausgrenzt, dann wird nicht mehr mit sachlichen Argumenten, weil es meistens fehlt, sondern dann wird auf die Person gezielt und dem alles Mögliche in die Schuhe gestoben, dass man das Gefühl hat, das ist ein ganz blöder Mensch, den muss man nicht ernst nehmen. Das versuchen sie mit mir. Also, wenn sie mich blöd anstellen können, einen, der Seich schreibt, der die Leute täuscht, der ein Antisemit und ein Rassist ist, das sind alles Eigenschaften, die man nicht will. Ein anständiger Mensch, niemand, der lügt und täuscht und rassistisch ist und so. Dann so will man meine Glaubwürdigkeit nehmen. Wenn die Glaubwürdigkeit, dann kann man sagen, wenn ich wieder schlimme Sachen aufdecke, gut recherchiert, kann mir ja nicht Fehler leisten, irgendetwas Falsches behaupten, sonst fallen es bei mir eher weit hin. Also ich muss viel mehr aufpassen als eine normale Zeitung, schon dass ich nicht Fehler mache. Und dann, das ist ein Spinner. Dann heisst das, was mir aufdeckt. Gar nicht anschauen, das ist ein Spinner, oder?
oder ein Rassist. Wenn es das mit dem Rassismus, mit dem Schächter nicht wäre, nicht könnte mit Antisemitismus kommen, wäre es irgendetwas anderes. Eben, dann sagst du einfach, das ist ein Spinner oder ein Extremist oder selbsternannter Tierschützer und weiss ich was alles. Also irgendetwas findet es immer. Und Rassismus ist natürlich besonders geeignet, das ist eine Totschlagkeule. Wenn einer sagt, das ist ein Rassist, dann ist er eigentlich... Dann hat er schon fast keine Möglichkeit, sich rechtfertigen. Genau, ja. Dann hört man immer zu. Zu einem hört man nicht zu. Oder ja. Das ist... gut. Und das ist einfach ein Totschlagargument. Dann bist du das ist eben gar kein Argument, das ist ein Totschlag eigentlich. Totschlagkeule. Ja, genau. Und für das ist die sehr bequem. Und darum wird es als hauptsächlich gegen mich eingesetzt. Sachliche Gründe haben sie eigentlich nicht gegen mich. Ich sage immer, wenn sie mit mir auf sachlicher Ebene fechten, dann haben sie schon verloren, bevor sie angefangen haben. Ich habe alle Argumente und die haben keine. Und darum wird das enorm vermieden. Man lässt mich nicht in eine Sendung ein, um widerlegen, dass meine Missstände, die ich bekommen habe, dass die gar nicht gibt. Und weiss, also Tier gut geht und alles. Das gibt es nie. Weil da weiss ich zu viel und kann es belegen. Dann muss man eben auf den Menschen zielen. Das steht dahinter. Leute, die ich störe das abgekartete Spiel in der Politik. Es ist ja eine Schande, was die Politiker machen mit dem Tierschutz. Tierschutzvorschriften, die nichts taugen, nur da sind, um Konsumenten zu beruhigen. Dass man kann sagen, wir haben ein fortschrittliches Tierschutzgesetz, Tiere merken praktisch nichts davon. Und warum macht man das? Weil, sobald die Schweiz vorausgeht im Tierschutz, sie sagen, sie machen es, sie sind praktisch auf dem gleichen Niveau, nicht entscheidend anders als überall in Europa. Wenn sie das machen, gibt es Handelsprobleme. Dann müsste es, WTO und so, dann müssen wir ja auch erstens, wenn nur die Schweizer Produzenten höhere Anforderungen stellen, dann sind sie benachteiligt im Ausland, müsste man also logischerweise so Produkte auch nicht reinlassen. Mhm. Im Gegenteil, ist es dann für noch schlimmere Zustände, wo noch weniger überwacht hat. Und dann haben sie ein Handelsproblem, ein Freihandelsproblem. Ach, du meinst, Diskriminierung. Wo WTO ist, dann müssten sie das aushandeln, eine Sondergenehmigung, dann müssten sie in anderen Bereichen entgegenkommen. Und heute macht man es umgekehrt. Man tut beim Tierschutz, da tut man das ist opfern, einfach. Sie redet ja opfern. Nicht. Da kann man bei anderen, dort, wo es um industrielle Sachen geht, kann man dann her sein. Also in diesem Pokerspiel, darum will man nicht bessere Tierschutzvorschriften. Du hast vorhin Politiker kritisiert, mir kam gerade in den Sinn vor ein paar Monaten. Ich habe im Kassensturz eine Sendung gesehen, wo es eine Art mit investigativem Journalismus bewiesen haben, dass ein Tiertransport, statt illegalen 8 Stunden oder 10 Stunden, dass die 18 oder 22 Stunden unterwegs waren. Und sie haben das bloßgelegt und haben den gestellt und haben sie gesagt, ja, ein Ausnahmefehler, da. Und dann haben sie eine Frau vom Tierschutz, vom Schweizer Tierschutz, in die Sendung eingeladen. Und die war dort am Relativieren, ja, da kann sicher sagen, das ist die Ausnahme, wir kontrollieren pro Jahr 6'000 bababa und irgendwie so. Und hat einfach alles relativiert. Da habe ich mich gefragt, wo ist denn da der Tierschutz, wenn, also... Ja, das ist logisch. Ja. Aber die werden wahrscheinlich zahlt für die Kontrolle, oder wie kann man sich das erklären? Ja. Das ist eben das Problem. Erstens mal ist der Schweizer Tierschutz natürlich sowieso ein Konservativer, auf Konsens mit dem Establishment. Wenn ausgerichtete Vereine, die gut angesehen sind, wird dafür dann im Gegenzug in Kommission gemeldet vom Bund und Kanton. Und gemäßigter Tierschutz, nicht so radikal in der VGT und so extremistisch. Wenn der Staat etwas will vom Tierschutz oder auch die Mainstream-Medien, dann gehen sie den holen. Oder? Das sind immer schöne Zitate. Ja, bewirkt es denn auch etwas? Kannst du sagen, ist doch gut, gibt es die? Weil ich das gelesen, wenn ich das gesehen habe im Fernsehen, muss ich sagen, war besser, wenn es sie gar nicht gibt. Den Eindruck habe ich oft auch. Sie machen auch gute Sachen. Mhm. Das ist so. Aber vieles, was ich als Rückenschuss einfach empfinde, also wenn es in einer Fernsehsendung oder Radiosendung behauptet, in der Schweiz gibt es keine Tierfabriken.
dann heisst das, ah, der Verein gegen die Fabriken, der hat, der rennt einem Phantom nach, etwas, was es gar nicht gibt, der Verein braucht es gar nicht. Also, das ist so eine Frechheit, einfach weil die auf ihre Art Tierfabrik definieren. Oder? Das heißt, erst ab 10'000 Tier ist es eine Tierfabrik. Und zu dem, ja, das ist ein Thema, wo ich gerne würde etwas sagen. Mhm. So ab 100 Tier kommt es für das einzelne Individuum nicht mehr darauf an, wie viel es hat. Aber für die SDS ist es nur... Nicht im, dann heisst es, Deutschland hat es 50'000 Hühner zum Beispiel. Bei uns ist, glaube ich, die Obergrenze 10'000. Ist überhaupt kein Unterschied. Wie sieht das aus? Da hat es einfach statt einer Halle mit 10'000 Hühnern wie bei uns, hat es dort 10 Hallen auf dem gleichen Grundstück. Das ist doch am Huhnwurst, ob es nebenzu noch 9 andere Halle hat. Das ändert komisch, überhaupt nichts. Und darum... Natürlich, aus anderen Gründen ist das abzulehnen, aus Umweltschutzgründen. Die konzentriert Gülle dann an einem Ort von einer Region, so viele Tiere. Das hat andere negative Auswirkungen. Aber vom Tierschutz her ist das bla bla. Okay. Also einfach jetzt sagen, 10'000 Hühner in der Schweiz ist keine 10'000 Hühner, musst du dir mal vorstellen. Das ist wahnsinnig. Also vor 20 Jahren habe ich gelesen, 4 Blätter sind die Grösse, wo ein Huhn braucht, damit es als artgerechte Haltung durchgeht. Das war bei der Käfighaltung so gewesen. Das ist jetzt besser geworden. Jetzt sind es sind noch 3 Blätter. Ich weiss jetzt, ja, aber da hat auch, einen Haufen pro Quadratmeter. Es ist einfach, das, was man heute hat, ist besser als die Käfighaltung. Also etwas Schlimmeres als die Käfighaltung gibt es gar nicht. Das ist eine Grenze, die ihr dann eingehen sonst. Aber was jetzt die Intensivhaltung, weißt, ein Mehr von Huhn an Huhn, das ist grauenhaft. Die sind nicht für das geschaffen. Du musst dir mal vorstellen, die leben in der Natur, wäre das eine kleine Gruppe. 12, 2 Dutzend. Da kennt jedes andere, hat eine Rangordnung. Die haben Freundinnen untereinander. Das ist eine Gruppe, eine lebende Gruppe von Individuen. Da hat und wir sehen das in unserer Auffangstation für Hühner und Kaninchen. Können wir jetzt sehr schön so Hühner beobachten, von klein auf. Das ist einfach berührend, was das für Individuen sind. Eine hat gerne Hörnli, die andere hat gerne das. Und nicht, die andere findet Hörnli grusig. Hörnli Teigware? Ja, oder einfach jetzt nur ein Beispiel. Ja. Oder? Und die haben ihre Vorlieben, die haben ihre Freundschaft, eine Freundin. Und wenn die nicht mehr da ist, dann, ja, und du hast mir von dem Huhn erzählt, der kommt klopfen. Also, wie geht der bei dir daheim? Ja, das ist, ja, das ist auch so. Das ist lustig. Also, wir haben aus einer Tierfabrik 3 Küken gerettet. Mhm. Ich sage nicht wer. Geholt. Sind einfach und denkt, 3 retten wir jetzt. Retten. Das war so rührend. Die Eintagsküken mutterlos. In Kisten, ein Meer von so mutterlosen Tieren. Also, die haben wir bei uns aufgezogen. Quasi Handaufzucht. Und die waren dann so zutraulich, wo es klein war, im Schutz von der Katzen im Haus. Eins von denen, aber auch wieder nicht alle 3, weißt du, eins kommt jeden Tag auf die Terrasse und will rein und spaziert dort umeinander in der Wohnung, wo es aufgewachsen ist, spaziert ein bisschen um und dann geht es wieder zufrieden. Und wenn du es reinlässt, das schimpft stundenlang. Das will dort rein, das hat das Bedürfnis. Weißt du, es ist... Und dann... ist aber, weil die sind nicht schubberein, wenn wir eigentlich nicht so, oder? Dann haben die... geschlossen war, dann höre ich es im Büro am Arbeiten. Ja, die schimpfen laut und was ist da los? Ich wollte jetzt da rein machen, dann auf. Und dann haben sie alles geschlossen und den Eingang gefunden. Die sind durch das Katzentörli rein. Mag die durch? Mag durch, haben sie das herausgefunden. Und dann geht es aber noch weiter. Dann hat natürlich. Unsere Vizepräsidentin, das Büro von sie halt, schaut vor allem für die Tiere, ihrem Büro ist das Katzentürchen. Dann haben sie herausgefunden, sie sind da nicht erwünscht, weil sie
ja, das Zeug verschissen, so immer. Sie lässt es amigs schon ein bisschen rein, weil man kann fast nicht Nein sagen. Aber eigentlich wollte man sie eher nicht. Dann hat sie es oft einfach, wenn sie reingekommen sind, wieder rausgetan. Ja, das haben sie natürlich schnell gemerkt. Und das Huhn hat dann, also eins, ich muss von einer Zahl reden, es kommt dann noch ein zweites Spiel. Wie heisst das Huhn? Schande, jetzt ist es mir gerade entfallen. Genau, wir kommen zu spät. Aber es hat einen Namen. Es sind nicht meine Tiere. Ja, ja, klar, jedes Tier hat seinen Namen. Jetzt ist es so, das hat dann sofort gemerkt, aha, ich bin da nicht so erwünscht, man tut mich so wieder raus. Dann geht das so, die streckt das Köpfchen rein, schaut links, rechts, ist die Luft rein. Dann schwätzt sie mit der Freundin, die ist im Schlepptau von ihr. Kommt, die Luft ist rein. Dann kommen wir beide ins Büro rein. Und wenn es nicht die Luft nicht rein ist, ziehen sie das Köpfchen wieder zurück, warten eine Weile und dann schauen sie wieder rein. Ob sie nicht ist. Mhm. Dann hat sich Sonja, unsere Vizepräsidentin, mal versteckt, um zu schauen, was passiert. Dann haben sie reingeschaut. Ja, ja. Ah, Luft ist rein und geht reinmarschieren. Und dann eben der Freundin gerufen. Komm. Aber das Motiv kennst du nicht. Sie sind einfach das Revier markieren, oder was ist das? Nein. Man darf nicht alles bei den Tieren immer auf Instinktverhalten reduzieren. Wohlfühlen, oder? Ja, die hat jetzt irgendeinen Bezug. Ich weiß es nicht genau, aber es sieht schon so aus, dass die einfach die Erinnerungen, die hat gute Erinnerungen und eine Art Heimweh. Und dann wird sie natürlich auch von der Sonja werden sie liebevoll beträumt, in den Arm genug gestreichelt. Wir haben jetzt das Huhn, wo aus einer Bio-Hühnerfabrik abgehauen ist. Nein, die haben die morgen sie ab. Kaum sind sie ein Jahr alt, werden sie umgebracht. Weil sie im zweiten Jahr nicht mehr die kleinen Jungheneneier legen. Die gehen die grossen. Je älter es werden, werden die Eier grösser, legen weniger, passen nicht mehr in die Schachteln rein und so weiter. So Gründe hat das. Die werden in der Natur über 10 Jahre alt. Da werden sie nach einem Jahr entsorgt. Junge Kinder, ja, nicht mehr ganz Kind, aber ganz junge. Man kann aber, ihr gehört, Bulle sogar nur 6 bis 8 Wochen sind die jung, wenn sie zu Bulle werden. Das ist ganz eine andere Zucht. Da kann man sagen, ist ja fast das Glück für die, dass sie länger leiden, oder? Ja, kannst du es auch so sagen. Das ist nicht natürlich, zynisch, oder? Das ist natürlich kannst du es bei allen so sagen. Legehennenlinien, die sind ganz anders als Bulle. Bulle-Mast, die sind in 5 Wochen sind die vom Küken zum fertigen Bulle. Das ist ein Horror. Die können kaum mehr laufen. Weil die Sonne explodiert fast. Hochgezüchtet mit Futter. Das musst du dir vorstellen. In fünf Wochen ist ein Legehuhn ein junges Hühnchen. Noch klein, nicht mehr ein Küken. Wie schwer ist es denn? Ein Kilo, oder? Wie schwer wird der Bulle? Ich weiß es nicht genau. Einfach der Bulle, den du im Migros überall kaufst, am Bullestand. Aber wenn man die nebeneinander stellt, im gleichen Alter, ist das Bulle ist einfach ein ausgewachsenes Huhn. So sieht es aus. Und das andere ist ein kleines Hühnchen, Legelinie. Das ist eine Spezialisierung. Jetzt habe ich dafür den Faden verloren. Hast du vom glücklichen Huhn geredet, wie reingeht, in den Arm genommen wird und gesteichelt wird? Und ja, eine zweite jetzt haben wir ein anderes. Haben wir aus so einer Bio-Hühnerfabrik. Es hat so einen Trend, dass man versucht, Tierschutzorganisationen die zu retten. Also, wenn sie ausgemustert werden, kommen sie in den Schlachthof. Und dann werden so Aktionen gemacht, dass Leute, die zu sich nehmen, werden nämlich recht viel abgeholt. Und dann ein Hobbytierhalter, dass die noch ein bisschen so leben können. Wir haben auch ein paar geholt. Es ist so, man hat immer wieder Bedarf. Leute, die Hobbytierhalter sind, Hühner haben, die brauchen alle zwei Jahre neu, weil die leben nicht länger als 2 Jahre. Die sind so gezüchtet. Die Lebenserwartung unter optimalen Bedingungen sind 2 Jahre. Statt 10? Ja. Die sind einfach, die müssen nicht alt werden, die hat man auf ganz andere Eigenschaften gezüchtet. Und das ist noch vor 20 Jahren, vielleicht habe ich auch noch Hühner gehabt, selber ursprünglich noch, habe ich auch so Hühner geholt. Braune Hähne, weisse Hähne, die sehen genau gleich aus wie heute, aber die sind alt geworden. Still und leise, die Zucht geht weiter, da wird ständig geforscht, wo kann man noch Schräubchen anziehen, dass es weniger Futter braucht, mehr legen und so weiter.
Das hat dazu geführt, das haben wir nicht gewusst, das haben wir in unserer Auffangstation gelernt, indem wir so, wenn es ein bisschen mehr, anderthalb Jahre fangen, da werden sie krank, Organversagen, diverse Leiden und nachher sterben sie so ungefähr nach einem Jahr bei bester Haltung. Also das hat man mit der... Aber wenn man die Hühner jetzt rausnimmt, die haben ja ein völlig dramatisches Leben gehabt bis dahin, oder? Könnten die überhaupt das Restleben noch irgendwie geniessen? Ja. Könnte besser, ich kann mir vorstellen, den Mensch kann sich kaum erholen, wenn er ein Jahr lang... Das ist so. Auch bei Küngel machen wir die Erfahrung, dass da hat es schwer Traumatisierte, die jahrelang einfach in so einem kleinen Kasten einzeln gehalten werden. Also absolute Folterhaft, Einzelhaltung. Das ist Isolationshaft, schwere Folter nach Amnesty International. Das gilt auch für alle Herden und Gruppentiere. Und dass man so Küngel holt, wir haben in dem Sommer zwei Küngel befreit, die waren ganz schlecht dran gewesen. Also einer ist völlig krank, voll Milben und abgemagert. Und die haben sich kaum können, gar knapp können drehen. Die haben wir befreit. Einer konnte schon gar nicht mehr können laufen. Also mir ist XY, da bist ja nicht du selber, da wäre ja verboten. Ja, mir. Ja, der Verein. Ja, ich sage da problemlos mir. Das heisst ja noch nicht, dass ich es bin. Okay. Mir, da kann man viel darunter verstehen. Das ist mir Tierschützer, mir genau. Irgendetwas. Ich mich da. Ja, das da. Ich sage, wir haben die auf Aufnahmen gemacht. Das hilft noch nicht viel. Dann hat es eine, die schreibt, Tierschützer haben uns diese Bilder zur Verfügung gestellt. Ja, wir werden es auch zur Verfügung gestellt, logisch. Von euch selber. Ja, wer, wie nah, ja. Was heisst wir? Wir sind eine Organisation mit viel Unterstützung. Das heisst jetzt nicht ich, nicht der Vorstand, wenn ich sage wir. Der Vorstand ist ja nicht der Verein. Mhm. Oder? Also nur so ein Detail. Aber, eben, und der hat nicht hinterbei praktisch gelähmt, weißt, weil er sich nie bewegt hat. Das war so furchtbar gewesen. Und der genießt jetzt richtig das Leben. Man sieht es. Der hat sich können erholen, ist ziemlich lang gegangen. Er kann jetzt wieder rumhoppeln. Und das hat er nie erlebt. Von außen nichts. Und man stellt oft vor, fest, dass wir sehr den Eindruck haben, die Tiere geniessen es nachher. Mhm. Katzen. Auch so aus schlimmer Haltung. Das ist zwar nur privat, haben wir Katzen. Aber wir sind uns einig, wenn ein Mensch das erleben würde, dann würde er nicht ein Jahr später wieder in einem guten Zustand sein. Man kann offenbar, es gibt schon Küngel, gerade wo haben wir wieder einen Problem, der hat einfach mit keinem anderen Küngel zusammenleben können. Das war ständig ein Kampf. Da mussten wir ein bisschen separieren. Das braucht dann viel Fingerspitzengefühl. Sanja ist hochsensibel. Die sieht das sofort, wenn sie einen anderen noch lange nicht sieht. Und dann hat sie den rausgenommen, separat gehalten und einem Küngel gegeben, der selber geschwächt war, der gar keine Lust hatte, den anderen zu bekämpfen. Also einfach der richtige Partner. Und das ist wunderbar. Dann hat der Die Drangordnung schon klar gewesen und dann drunter? Ja. Oder würdest du es nicht so reduziert formulieren? Hat es nicht so aggressive Küngel, die jetzt da Machtspiele machen. Die sind froh gewesen, lassen sie mal in Ruhe. Und die haben es einfach gekuschelt. Und der Küngel hat keinen, der ist traumatisiert gewesen, der hat keinen anderen zu sich hingelassen. Und mit dem dann, und mit der richtigen Pflege, ist es gelungen, um den resozialisieren. Das ist allein lassen wäre auch keine Option wirklich. Das ist ja dann auch. Es ist mit diesen traumatisierten Tieren, wie wir Menschen auch. Du kannst vieles heilen, braucht viel Zeit, braucht Fachleute, braucht Therapie. Und vielleicht ist es bei den Tieren noch ein bisschen einfacher. Also könnte man es sein. Aber könnte man vorstellen, also wenn die richtige Person, die das Feeling hat, ist aber bei den Menschen auch so, wenn einer einen guten Therapeut findet, hat er sehr grosse Chancen. Ich bin ein riesen Katzenfan und ich habe dann recht frustriert mal gelesen, dass wenn man eine Katze ein halbes Jahr, nicht Hunde, bei Katzen, wenn man die ein halbes Jahr lang verlässt, dass die einem nachher nicht mehr kennen. Ich hatte zwar schon das Gefühl, es ist nicht so,
Aber anscheinend haben die wieder ein Kurzzeitgedächtnis. Es kann ja sein, dass dann die kleineren Hirne dazu führen, dass Sachen schneller wieder vergessen, oder? Also ich kenne mich nicht aus mit Katzen, aber grundsätzlich, ich denke so oft, wenn ich diesen Tieren zuschaue, was die so machen, und denke ich, was geht echt in denen ihnen vor? Ich würde so gerne wissen, denken die jetzt das auch an was, also, was denkt, der hockt da und schaut und so munter, ein bisschen um, jeder beschäftigt sich. Was geht ihnen vor? Für mich ist als Denkhilfe, stelle ich mir vor, das wäre ein dreijähriges Kind oder ein vierjähriges. Mhm. Und ich bin überzeugt, auch biologisch gesehen, kommen wir so am nächsten zum Säugetier verstehen. Weil die sind einfach intellektuell so, haben die irgendwie ein Niveau von einem Kleinkind. Mhm. Oder die haben noch den Verstand, der rationale Verstand fehlt noch ziemlich viel. Und dann kann man, es ist natürlich für uns auch schwierig, sich zu erinnern, wie es war, als ich 4 war. Mhm. Aber gelesen, bis 36 Monate kann sich niemand erinnern. Auch wenn er es meint, kann sich erinnern. Ja. Bis 36, das bis 42 Monate, ja, 3 bis 3,5 Jahre, dort fange ich. Da fängt die erste Erinnerung an beim Mensch. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Erinnerung, das hat alle, man kann so Erinnerungen hervorrufen. Hypnose? Oder? Ja, auch, aber nicht nur. Ich habe selber ein Erlebnis, da bin ich etwa jährig im Kinderwagen. Wirklich ein Säugling, weißt, der auf dem Rücken liegt und sich nicht trüllen kann und einfach nur lalala. Und ich weiß nicht mehr, wie bin ich drauf gekommen. Das ist möglicherweise ein Foto. Ich habe dann mal ein Foto gesehen, wie ich in dem. Aber meine Mutter hat etwas gesagt. Aber ich weiß genau noch, wie das war für mich. Klar. Ganz genau. Ja. Ich mag mich erinnern, aber ich habe genau ein ähnliches Erlebnis. Ich kann mich plötzlich erinnern an Rascheln. Ich hatte so eine Rassel und das Geräusch habe ich wieder erkannt. Aber ich behaupte, da tut man sich selber ein Beistellen. In Wahrheit erinnert man sich nicht, sondern man hat, wenn man ein paar Jahre älter ist und den Interpretation, meinst du? Ja, ich glaube, das nein, ist... in meinem Fall ist es nicht. Also die Evolutionsbiologen sagen, ab 3 Jahren vorne. Ich weiß mit Sicherheit, dass die Erinnerung aufgekommen ist. Das habe ich mir nicht zweckgelegt. Ich weiss ja ganz, was dort passiert ist. Meine Mutter hat mir das nicht können erzählen. Die hat das sicher gar nicht mehr gewusst. Schau, ich erzähle dir jetzt das. Ist du bist einfach ein verwöhnter Ball gewesen und bist mit 3 Jahren immer noch im Kinderwagen gelegen. Weil du zu faul bist gewesen, zum Laufen. Einfach bist du schon 3 gewesen, bist du zu faul zum Laufen. Ja. Nein, es ist, schau. Also die Erinnerungen sind schon gespeichert. Ich kann dir jetzt sagen, ich habe mir mal eine Weile lang mit Hypnosen und Rückführungen und so Zeug befasst. Und habe mal mit einem Bub eine Rückführung gemacht, bis zur Geburt, in den Geburtssaal. Wie alt war der Bub? Das war etwa 7 oder so etwas. Aber wir hätten nicht können formulieren, wie der Geburtssaal ausgesehen hat. Ja, los jetzt. Der hat das erzählt. Wer dort war, bei der Geburt dabei war, Uhr an der Wand, was für Zeit, der hat das bildhaft gespeichert, das hätte ihm niemand können sagen. Für die bildhaft gespeichert gewesen. Der war in dem Säuglingsraum im Spital gewesen, mit vielen Säuglingen, alle haben geredet, er nicht. Und das stimmt. Er hat einfach mit grossen Augen geschaut. Ich habe nachher meine Frau gefragt. Es stimmt, was er gesagt hat. Also, das war bildhaft und sensor gespeichert gewesen, wo er aber nicht einfach von sich aus hat können. Die Erinnerung war nicht zugänglich gewesen. Ich glaube nicht daran, dass jemand sich an seine eigene Geburt erinnert. Ja, ja. Aber eben, das ist am Schluss also, Glaubensfrage. Egal. Ich bin da. Das unterschätzt man. Und auch okay, das Beispiel als Einjährige. Das war so gewesen. Es ist mir nachher. Irgendjemand hat mir auf den Sprung geholfen mit Foto oder Ring. Aber meine Mutter hat das sicher nicht gewusst. Das war kein Erlebnis für sie, aber für mich. Das war ganz am Anfang gewesen. Ich war im Alter, gewesen, wo langsam das Bewusstsein um die Umwelt und, erwacht ist. Also aber noch so ganz dumpf. Und darum erzähle ich das. Bei den Tieren denke ich, das zum Teil ähnlich. Und dann hat es also in dem Kinderwagen so einen
ein Plastikring, ich sehe ihn noch, ganz altmodisch, heute haben wir ein bisschen modernes Zeug, wo man auch können rasseln und so. Genau, da erinnere ich mich auch, an ein blau-weißes Ei. Meine Mutter hat mir gegeben, ich war dort wach gewesen, auf dem Rücken, dann habe ich so gemacht, Wein raus. Dann hat sie ihn wieder rein da. So da draufgeklappt, damit man, genau. Und ich weiss noch, wie ich das lustig gefunden habe, dass sie sich auch mit mir beschäftigt. Ich habe ihn wieder rausgeschossen. Dann ist sie hässig geworden und hat ihn weggenommen. Und ich habe nicht recht, dort nicht verstehen, wieso. Ich war dort frustriert gewesen. Heute weiss ich den Grund. Aber das Gefühl hatte ich dort gehabt, von zuerst Freude und nachher Frust. Und bei einem Tier denke ich, ja, das kann das nicht rational interpretieren. Aber die Gefühle sind da, von Freude, Trauer, Leiden, Lust. Ähnlich wie bei so einem Kleinkind, da bin ich völlig überzeugt. Aber oder auch bei 3-4-Jährigen. Ich habe in einer Fernsehsendung mit versteckter Kamera habe ich mal gesehen. Da haben sie einem Hund ein Mikrofon und einen Lautsprecher angehängt. Das war in einem Park. Da kam ein Mädchen, 3-4, und hat mit dem Hund angefangen zu reden. Die Kinder haben ja oft noch so Interesse an Tieren und schauen die übrigens auch als gleichwertig an. Bei kleinen Kindern kann man das, das sind für die einfach wie ein anderes Kind, so gleichwertige Wesen. Die haben noch nicht die Idee, ah, das ist jetzt ein Tier und ich bin da überlegen. Man muss mal beobachten, wie die mit ein gesundes Kind mit so Tieren umgehen. Und das ist dann, das Mädchen ist dann zu dem Hund an, dann hat er ferngesteuert, hat der Hund gesagt, hallo. Oder über das Ding. Das hat das ganz selbstverständlich angeschaut. Die haben nicht gedacht, hey, wir reden. Dann hat es gestreichelt mit dem Hund geredet. Und ganz ja, völlig natürlich. Dann ist noch, bei diesen versteckten Kamera war es überhaupt viel psychologisch Interessantes gewesen. Und das ist das Verhalten, das ich auch sonst beobachte von Kleinkindern, dass die einfach mit als Kamerad das anschauen. Nicht, und nicht auf der gleichen Ebene. Es geht so, es ist in Facebook gerade so, es geht so ein Video rum von einem kleinen Bruder und Geiss. Und das, so wie das versteht, das Geiss hat sollen geschächtet werden und der kleine Bub hat das schon manchmal erlebt. Und der brüllt, umarmt, dass die Geiss wie ein Freund einfach hängt ihm um den Hals. Nein, ich will nicht und nimm das Wasser weg und so weiter. Und ich glaube, das ist nicht ein Fake-Video. Das ist völlig glaubhaft. Absolut, ja. Und ich weiß, schaut, dann nimmt man mir einen Kamerad weg. Das ist nicht intellektuell, ja, ein Tier sollte man noch nicht umbringen. Es geht nicht auf der intellektuellen Ebene, sondern gefühlsmäßig. Man nimmt meinen Freund weg und bringt ihn um nach einem Liter in der Blutlache. Und das ist das Verhalten von einem gesunden Kind. Es gibt auch die Bilder, die Videos, wo man erklärt, was sie auf dem Tisch hat, wenn es Fleisch ist. Ja, ja. Oder ja, ich mag mich erinnern, als ich etwa 14, 15 war, ich bin ein Fleischesser, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, immer weniger, seit mich kennst. Ja. Genau, der Einfluss hast du auf mich. Aber ich bin halt einer von den Schizophrenen, oder? Ich bin einer, wo niemals ein Tier töten, aber fressen kann ich. Also ich bin halt einer von der ganz verlogenen Sorte, wenn man so will. Und ich mag mich erinnern, als wir auf Irland sind, gehen fischen gegangen, mit dem Vater zusammen. Das war für mich ein Horror gewesen. Ich habe einfach gehofft, ich fange nichts. Ich hoffe, ich fange nichts. Weil ich einfach nicht einen Fisch totschlagen. Ja, das Anschauen ist halt ganz etwas anderes als ein fertiges Produkt, das man im Regal nicht mehr sieht. Das kann man den Hintergrund natürlich viel einfacher ausblenden und nicht daran denken und das Zeug essen, als wenn es müsstest, mit dem Messer selber beschaffen würdest, wahrscheinlich auch nicht machen. Genau, also eben das ist genau das, wenn ich müsste jedes Tier selber töten, und ich esse. Der Mark Zuckerberg macht das anscheinend. Da muss ich sagen, da habe ich mehr Respekt für ihn als für mich selber in dem Punkt. Er schaut dem Tier wenigstens noch in die Augen, wenn es stirbt, sage ich mal. Am Schluss aber ist das Tier nur resultatisch, ist ja, auch nicht viel wert, genau, muss ich gerade sagen. Ja. Genau. Aber ich sage nur, es ist eine Art ehrlicher, weil ganz viele Schweizer Hausfrauen und Hausmänner, ich weiß, am Schluss ist das Leiden vom Tier identisch, das stimmt, ja. Aber ich denke wirklich, die Schizophrenie, also wenn man wirklich müsste anfangen, jeder selber seine Hühner töten, dann würde in der Schweizer Fleischkonsum dezimiert werden. Es gibt Psychopathen, die das nicht ausmacht, aber ein normaler, gesunder Mensch würde das nicht, schon anders, als wenn es nur abpackt und denaturiert. Wahrscheinlich, wenn man sich auch wieder daran gewöhnen, natürlich. Wenn man aus der Not raus... Ich glaube, wenn der Hunger genug gross ist, dann macht man es dann einfach. Natürlich, oder? Ja. Das kommt dazu.
Ich habe nur sagen, also das hilft eigentlich. Man denkt, was geht im Tier vor? Kann man das annähernd ein bisschen begreifen? Man denkt, wie hätte ich das als kleines Kind empfunden? Einfach als, vielleicht auch als Fünfjährige, wo man sich noch klar an vieles kann erinnern kann. Aber immer, auch wenn man Fünfjährig ist, das hat noch, dort fängt es erst an, der Verstand richtig, oder? Man hat Erinnerungen lang, bevor wirklich das Bewusstsein und der logische Verstand eingesetzt hat, hat man Erinnerungen gleich hin, wo man einfach die Welt emotional wahrgenommen hat. Und ich denke eben, die Tiere tun viel weniger denken, was ist vor Jahren gewesen, auch nicht, was ist in ein paar Jahren. Und darum ist vielleicht Traumatisierung auch geringer. Ich denke, ein Mensch vergisst das halt weniger als irgendein so ein Küngel oder ein Huhn oder eine Katze. Man hat zwar das Gefühl, dass Hunde träumen und leiden im Traum. Also das sind schlimme Sachen. Dann denke ich, dann kommt das, kommen so, gerade eben bei dir traumatisieren, wo gewisse Erinnerungen in irgendeiner Form wieder raufkommen. Aber die nehmen jetzt auch schon an, die tun nicht. Hocken dort und studieren, was dort vor Jahren war, wie ein Mensch das kann. Und vielleicht ist das der Grund, dass sie eher heilbar sind. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es so ein prinzipieller Unterschied ist. Es braucht wirklich den richtigen Therapeut mit Begabung, Zeit und Geduld und Einfühlungsvermögen. Weil wie so viele Tiere wären doch Heimtiere werden erlöst, weil sie einfach bissig bleiben. Und nicht können geheilt werden, weil es halt auch sehr viel falsch gemacht wird. Und das braucht halt, ja, das braucht eine Begabung. Aber, und auch mit Küngel, so viel heisst, die sind nicht mehr resozialisierungsfähig. Ich glaube, das wird viel, viel zu schnell gesagt, weil die den Glauben nicht haben, die Fähigkeit nicht haben, die Zeit, die Geduld nicht haben. Dann ist es einfach, ein Tier entsorgen und durch ein neues problemfreies Tier ersetzen. Wir haben einen Fall von einem Papagei. Das ist an sich, Heimtiere sind ein neues Thema, aber manchmal, wenn etwas gerade an uns ankommt, machen wir auch eine Ausnahme. Da war in der Tierarztpraxis ein Papagei, der Tierarzt. Ein Arzt, nicht ein Tierarzt. Genau, das war in der Zeitung, glaube ich. Ja, in Thun. Der war im Wartezimmer, so ein Rundkäfig, das gilt sowieso als tierquälerisch, also er hat keine Rückzugsmöglichkeit. Oder? Von allen Seiten kann er begafft werden. Du, wie geht's? Oder? Ist die Attraktion für Patienten. Gestern, ja. Und der hat den mal heimgebracht aus einer Reise. Und der ist, wie viel? Über 20 Jahre oder 30 Jahre? 60, Jahrzehnte. Ist der, hockt der dort rein, allein ohne Artgenuss in den Käfine? Auch für eine Strafe. Und dann haben wir uns, wo wir von Anhang haben, haben wir einfach Druck gemacht. Der hat dann auf nicht reagiert, wo wir das erst geschrieben haben, arrogant. Und wir sagten, gehen uns nichts an. So, dann machen wir halt Druck. Das ist die zweite Phase. Dann wird es veröffentlicht, wird nochmal veröffentlicht, wird nochmal veröffentlicht, eine Anzeige gemacht. Und dann ist das so gegangen, der hat schon mal vom Veterinäramt Weisung bekommen. Es ist, die Einzelhaltung ist verboten. Schon lange, seit 10 Jahren. Vorher war es noch weg. Der hat das Gefühl, ein Herr Doktor mehr, der müsste, Gesetz gelten der nicht für ihn, oder? Er weiss es sowieso besser. Der hat nichts gemacht. Ganz einrichtig war das Gesetz wieder. Er hatte keinen Sand am Boden zum Scharren, weil es sonst Staub gibt in der Praxis. Ja. Und so eine Beschäftigungsmöglichkeit, alles hat gefehlt. Dann haben sie eine Auflage gemacht. Schon haben wir herausgefunden, schon ein Jahr voran. Da hat gar nichts umgesetzt. Das ist dem Schnurz und das Veterinäramt, die sind so, die können nicht schauen. Oder? Das ist für die oft eine Alibi-Übung, die haben es gesagt. Und jemand reklamiert, dass wir mal etwas machen, schreibt einen Brief. Und dann ist eben irgendjemand, der das gesehen hat, ich weiß nicht mehr, wie es aufgekommen ist, wir haben in dem Fall davon erfahren, oder? Dann haben wir uns dann mal, irgendjemand hat sich mal aufgeregt, es braucht, nicht alle Leute sind blind und gefühlsabgestumpft, es gibt immer wieder überall, darum erfahren wir auch Sachen. Leute, die sagen, den Mut haben, zu sagen.
Und dann ist das so weitergegangen. Dann haben wir Druck gemacht, neue Anzeige. Und dann im Facebook hat es eine riesige Diskussion gegeben. Es hat sich immer wieder eingemischt, dem Vogel ging es offensichtlich gut und wir erzählen Zeich und der sei so glücklich und zufrieden und weißt du wie. Und ein Arzt, ich habe das gefunden, das haben wir persönlich darum bei mir, dann ein Arzt, was ist das für ein Arzt? Ja. Das ist ein Psychopath, ein gefühlsabgestorbener Mensch. Hat dann sogar noch psychologische Beratung gibt er noch in seiner Praxis. Und darum habe ich das, finde ich, einfach doppelt schlimm. Da habe ich gedacht, du, das lassen wir uns jetzt nicht gefallen. Dann ist der Druck immer grösser geworden. Dann hat das Veterinäramt eine Auflage gemacht. Er muss Sand hier tun, Hölzchen zum Spielen und ein Jahr Zeit geben, um den für die Gesellschaft, also nicht mehr allein zu halten. Weil sie gewusst haben, das ist sehr schwierig. Noch so viele Jahrzehnte allein in dem Käfig. Er hätte müssen, wir haben ihm das angeboten, aber der war völlig resistent gegen jede Empfehlung. Er soll das es gibt spezialisierte Papageienstationen, die können und das Wissen haben und die Erfahrung, um seine Papageien zu resozialisieren. Weil seine gibt es massenhaft, halt immer noch. Wird gehalten wie ein Schmuckstück, wie ein Bild an der Wand? Ja, genau. Und dann braucht es natürlich, das braucht Zeit. Papagei wahrscheinlich mehr als vielleicht jetzt noch beim Kühl. Das sind sehr intelligente Tiere, die sich wahrscheinlich auch mehr erinnern. Und dann hat das Veterinäramt das gewusst, hat ihm ein Jahr Zeit gegeben. Im Facebook ist geschnödet worden, nicht begriffen, da muss doch sofort. Aber die haben gewusst und haben sich beraten lassen von einem Spezialist, das braucht viel Zeit. Aber der Herr Dr. Med hat das nicht nötig, dann hat er angetrötzeln. Er hat kein Größ und einen grösseren Käfig haben sie ihm sofort befohlen. Hat er nicht wollen, weil das Wartezimmer ist zu klein, das Käfig passt nicht, die haben nicht ein grösseres Käfig. Und er hat den Papagei für das Wartezimmer und für sonst nichts. Dann hat er wirklich einfach trotz Reaktion. Dann hat er ihn heimgenommen. Dann war er überhaupt immer allein gewesen. Dann hat er die auch den Tag durch. Er war immer allein gewesen. Der Ortswechsel, wo ihm dann einfach irgendwie. Das Tier hat das nicht verteilt, der Ortswechsel. Wo es eigentlich noch schlimmer geworden ist. Einfach, dass man nicht mehr sieht, dass er zu weissen Käfig hat. Dann hat er aufgehört zu fressen, abgemagert. Das hat er dann irgendwie. Und dann ist er zum Tierarzt, aber das Tier ist dann gestorben. Haben wir nicht mehr retten. Einfach durch den Ortswechsel, wo man einfach. Und ich habe wunderbar durch den Tierschützer geschult gegeben. Oder hat er das natürlich. Wir haben den Vogel umgebracht. Wir sind dann Shitstorm, auch von so Pseudotierschützer-Leuten, die keine Ahnung haben von uns. Das wissen wir ja, dass wir so ein Tier nicht auf einen Ortswechsel. Dann haben wir gesagt, wir haben niemand gesagt, wir müssen einen Ortswechsel geben. Und nicht auf diese Art. Wenn schon, zu einer Therapie, die man dir gezielt hat, können wir nicht. Wird man von so etwas. Ja, dann muss keine Strafe befürchten in dem Sinn. Ich habe eine Strafanzeige gemacht. Das, man hört jetzt lange nicht mehr, dass wir uns einfach versanden. Das ist immer so. Das ist Tierquälerei, ganz klar, der Tatbestand von Tierquälerei. Weißt du, wenn sie versanden, dann müssen sie reagieren auf eine Anzeige. Ja, ich muss dann wieder mal nachfragen. Ich habe das Recht, zu wissen, was dort rauskommt. Das Gesetz, wieso? Ich habe das bewirkt, dass man bei eine Strafanzeige, dass der Entscheid, das Öffentlichkeitsgebot von Gerichtserfahrung. Nicht du beim Speziellen, sondern die Öffentlichkeit hat das Recht. Ja, und ich habe das gemerkt, dass das ernster genommen wird, auch wenn es eine Einstellungsverfügung oder nicht anhand für irgendetwas. Das wird jeden Fall Bundesgerichtsentscheid, haben wir Recht gegeben. In jedem Fall haben wir das Recht, um es zu erfahren. Haben es gar nicht gegeben. Dann vergessen sie es einfach. Dann muss ich wieder nachfragen, hey, ist das schon fertig? Dann heisst es, ja, das ist schon vor einem halben Jahr erledigt worden. Nein, ist vorsätzlich. Also deine Tätigkeit als Tierschützer findet vor allem am Schritt statt in dem Fall. Kann man das sagen? Ja. Schreiben und intervenieren? Natürlich. Also wir machen politischen Tierschutz, das muss man klar sehen. Abgesehen die Auffangstation, das ist karitativer Tierschutz, also pflegerischer am Tier. Und das andere am VGT ist politischer Tierschutz. Wir aufklären, wir
gesetzlichen Bestimmungen kritisieren, Konsumententäuschung kritisieren, fordern, dass stärkere Strafen ausgefällt werden, dass wir ein Klagerecht überkommen und. Das ist, dem sagt man politischer Tierschutz. Das ist natürlich schon die Haupttätigkeit des VGT. Mhm. Ist das die effizienteste Massnahme oder ist das einfach in einem Fächer von verschiedenen Tierschutzorganisationen ein wichtiges Element? Oder würdest du sagen, das ist nicht das, was die meisten machen sollten? Nein, es braucht alles. Es braucht natürlich auch die, die Tiere in Not helfen können, praktische Arbeit machen. Das braucht es auch. Aber wir als gesamtschweizerische Organisation können ja nicht im ganzen, nicht im ganzen Land um. Das müssen die lokalen Tierschutzvereine sind eigentlich Hauptaufgabe, sich um einzelne Tiere zu kümmern. Mhm. Und wir wollen einfach politisch, gesellschaftlich etwas verändern, im Konsumverhalten aufklären. Mhm. Bevor man etwas verändern kann in Demokratie, muss man informieren. Was würde einen echten Durchbruch bewirken in der Schweiz? Also, zum Beispiel jetzt mal die Abstimmung gegeben, ist aber abgelehnt worden, ich bin nicht ganz gut informiert, dass man quasi der Tierschutzorganisation ein Klagerecht einräumt. Das ist eine Forderung von uns und vielen anderen. Würde das etwas bewirken, wenn man ja, einfach das Gesetz das würde bewirken. Und zwar unter Umständen nicht Wunder, aber viel. Würde man nicht einfach nachher auf Gesetzesebene Gesetz verwässern, das nachher nicht ja, das ist auch möglich. Aber dann würde es ihm ins Gesicht zeigen und die Opferlichkeit nicht so setzen. Einfach. Also, ja. Eben, weißt, heute läuft das so, wir machen eine Anzeige, dann hören wir nichts mehr. Dann kommt, wenn es überhaupt etwas ist, einmal das Auto vor Gericht kommt. Mhm. Selten. Dann sieht das so aus. Dann hast du einen Richter, der nichts von dir versteht. Ein Einzelrichter. Dann sitzt dort der Angeklagte, der Meister, und sein Anwalt. Der Anwalt ist auf so eine Gefäll spezialisiert. Der Ritterstund, grobe Missstände, ich habe ganz konkrete Fälle so erlebt, wo wir eine Anzeige gemacht haben. Das Veterinäramt hat die Missstände festgestellt, dann bestätigt, und hat sogar ein Tierhalteverbot, jedenfalls eine Anzeige gemacht. Wirklich, Missstände. Und das Veterinäramt ist nicht dort, der Richter versteht nichts von dir. Der Anwalt versteht auch nichts von dir, aber von Tierschutzvorschriften und von der Praxis von der Tiermast. Oder? Dann geht es so, der Rettestund zu jedem Einzelfall, ja, das ist halt so, das macht man so, das ist üblich, das gar nicht anders, aus dem und dem Grund. Und das macht und dann Fachwörter. Und das ja. Ist so ein Kompromiss, aber es ist der bestmögliche Kompromiss ja, auf die einfach. Und dann redet er so mit einem Fachjargon. Das ist halt. Und da siehst du den Richter da vorne sitzen, der schluckt er immer wieder so. Du siehst ihm richtig an, was er jetzt mit dem machen soll. Oder? Man kann nicht sagen, sie haben nicht recht. Für das fehlt eine Fachkenntnis. Und dann gibt es verschiedene Richter. Er wird dann teilweise freigesprochen. Nicht ganz, der weiß nicht recht, was machen. Und unter dem Teil, wo er denkt, hat, ja, das ist ein bisschen subjektiv, das ist ein bisschen schwach bei Freisprechen, willkürlich, ist dann gleich noch verurteilt worden. Einen anderen Richter habe ich kürzlich erlebt, da habe ich schon am Telefon, wo ich nach Termin erkundig habe, gemerkt, dem ist Tierschutz ein Anliegen. Mhm. Und dann ist die Angeschuldigte, die hat auch. Die ist ohne Anwalt gekommen, aber hat sonst einen guten Mut gehabt. Abgemagerte Ross im Stall, Stall voll abgemagerte Ross. Und keine Einstreu und Zeug und Sachen. Also, dort hat das Veterinäramt St. Gallen eine Anzeige gemacht. Das haben sie ziemlich krass gefunden. Und dann hat die geredet, ja. Also das Sexy hätte ja, das brauche ich auch Zeit, das auffüttern. Und sie hätte gerade so Zeit gehabt, wo sie ein bisschen Stress hatte und halt nicht so Zeit gehabt. Und der Stall sei weit weg. Und das stimme nicht, sie hätte schon Einstreu gegeben. Und die Ross hätte krank, irgendetwas. Weißt du, bei einem Ross hätte ich mir es noch geglaubt, dass jetzt das Ross vielleicht krank war oder so.
und der Tierarzt sagen, wir kommen alles dazu. Aber nicht den ganzen Stall. Fünf abgemagerte, die haben einfach nicht recht Futter und nicht regelmäßig bekommen. Und das ist ja schon Tierquälerei, wenn der Ross drittlich ist. Das ist ja fast wie ein Hefehof, einfach eine starke Vernasmäßigung. Ich quäle mich schon nach 10 Stunden essen. Aber ich habe gedacht, ich bin dort im Publikum gekommen und gedacht, ich habe also den Richter angeschaut und gedacht, es gibt einen Feinspruch. Und? Und der ist nur dann sinnvoll, völlig unschuldig und so. Was will der einer, der nichts versteht davon? Und der hat aber anders entschieden. Und ich habe gestaunt. Und der hat, ich habe ihn nach dem Ding nach kurz gefragt, warum er sich getraut hat. Also sicher, hat er gesagt, er hat gesagt, auch das Veterinäramt verloren. Und nicht glaubt, dass die sagen. Das ist eigentlich eine gute Einstellung, aber... Sind die Veterinärämter dann zuverlässige? Das ist unterschiedlich, Mhm. Und in diesem Fall haben sie einfach, manchmal machen sie eine Anzeige, wo St. Gallen sind nicht so schlecht. Mit dem neuen Ding, früher war es eine Katastrophe. Ich kenne jemanden im St. Gallen Veterinär, der schafft und die ist sehr engagiert. Ja. Es hat sehr engagierte Tierschutzbeobachtungen. Und der hat sich mit Bauern angelegt, wird bedroht. Wo wirklich sich einsetzen im Rahmen der Möglichkeiten. Mhm. Die Möglichkeiten sind sowieso klein, das muss man sehen. Nach Gesetz ist fast alles erlaubt. Aber die schöpfen das aus, was sie können, und das ist doch schon einiges und kümmert sich dann um die Fälle. Mhm. Und die haben jetzt, das ist nicht immer so, aber in dem Fall haben die einfach gesagt, hat die eine Anzeige gemacht und das dokumentiert. Und die hat alles gemängelt. Weißt du, so zum Beispiel, das sei am falschen Tag, am anderen Tag sei es anders gewesen und also, das sei nur gerade an dem Tag und so tausend Ausreden, die für einen Richter einfach schwierig wird. Und der hat dann einfach gesagt, hat dann gestaunt. Das macht nicht jeder. Er hat gesagt, er hat so verständnisvoll angeschaut. Er war freundlich. Er denkt, er hat grosses Verständnis. Und er war freundlich zu denen. Aha, sie haben also den Tierarzt zugezogen. Aha, und einsteuern haben sie auch gekriegt. Nicht zynisch. Dann habe ich jetzt, der glaubt alles. Dann hat er gesagt, er hat sich einfach überlegt, er vergleicht sich auf das Veterinäramt, was das Veterinäramt festgestellt hat. Also das gibt es auch. Die ist dann verurteilt, dann hat er nichts genützt, alle die faulen Ausreden. Aber das ist eher so typisch. Also die sind einfach so oder so überfordert, oder? Wenn du jetzt in die Zukunft tust, nicht um... Und eben, das wollte ich sagen. Wenn wir ein Klage- und Beschwerderecht hätten, dann wär gleich lange Spiess. Dann könnten wir als Partei dort sein, wie im Verfahren, wenn ich ein Verfahren für eine Gehirnverletzung, dann bin ich Partei, kann mitreden, kann plädieren, kann Beweisanträge stellen. Kannst du einen unmotivierten Staatsanwalt führen? Ja, oder wie ja, das gibt es da viel. Mhm. Wir dann würden alles versiegen, wenn wir nicht anwären und wieder schauen. So viele Staatsanwälte sind schludrig und dann das Abschäufen. Die nehmen sich lieber mit. Die finden das unter ihren Würden nur mit Tierschutz. Das ist etwas für Frauen und Kinder. Die wollen Mordfälle und Wirtschaftsdelikt. Also da ist ganz schlimm, wie es da zu und her geht. Aber dann wären wir auf gleicher Ebene wieder beschuldigte Tierquäler. Wir haben nichts zu sagen. Weißt du? Mhm. Und jetzt ist es völlig einseitig. Jetzt wird nur der Tierhalter, seine Interessen werden wahrgenommen und der Richter und bei einem überforderten Richter und niemand ist da, wo... Wobei, wenn die Staatsanwaltschaft den Job machen will, dann würde er schon brauchen. Ja, bei so solchen Delikten ist die Staatsanwaltschaft nie dort. Die kommen gar nicht? Nein, die müssen nicht, die kommen nur bei schweren Delikten. Andere, kleinere Sachen überlassen zum Richter. Und die stehen selber nicht von dir schon, von dir. Da nicht, die will gar nicht. Aber wenn du zurückschaust, also jetzt mal für den Verein selber und auch für den Tierschutz an sich, ist das ein Kampf gegen Windmühle? Oder hast du das Gefühl, in den letzten 30 Jahren sind Fortschritte gemacht worden? Nein. Ich sage nochmal zurück, da würde viel sich wirken. Wir könnten auch Anzeige machen, dass es vor das Gericht muss. Jetzt kommen die meisten Fälle gar nicht vor das Gericht, werden passiert überhaupt nichts. Da kann, wenn man Parteistellung hat, intervenieren, man kann das anfechten. Also da wäre das Ding, das sich ändern müsste in der Schweiz, dass man kann sagen, es gibt... Aber
Das hat keine Chance. Das würde ist das abgelehnt worden schon mal, oder? Ja, ja. Jahren, so, da wird der Teufel an die Wand gemalt und alle Parteien sind dagegen. Wir will das nicht politisch. Wir will nicht, dass es besser wird. Und aus den diversen Motiven. Also blöd gesagt, kannst du 120 werden und es wird so bleiben? Du, es hat ja einen Grund, warum wir den Veganismus propagieren. Ich bin allein in der Anfangszeit. Das wirft man mir heute vor, weißt, dass ich für artgerechte Tierhaltung war, aber nicht gegen das Schlachten. Wirfst du das selber auch vor? Ja? Wirfst du das selber heute auch vor? Ich wirf mir vor, dass ich zu lange auf dieser Schiene war. Ja. Mhm. Und, aber dann habe ich dann mit der Zeit festgestellt, mit rechtlich und demokratisch kannst du das nicht. Das kannst du nur über das Konsumverhalten. Und zwar nicht mit Labelprodukt. Mit Labelprodukt für artgerechte Tierhaltung werden Konsumenten derart schamlos eingelegt. Gibt es gar kein Label? Die sind bereit, mir zu zahlen, glauben das. Bio, Also sagst du, man sollte gar kein Bio kaufen, sondern gerade das billigere nehmen, wie es eh nicht ist? Oder ist es minimen Unterschied? Nein, natürlich ist es tendenziell besser. Oder weniger, ich sage nicht besser, weniger schlecht. Weniger, besser ist schon eine Beschönigung. Weniger schlecht, da ist ein Unterschied. Je nach Tierart geht mehr oder weniger. Bei den Hühnern weniger, bei Rindern mehr, bei sowieso halb, halb. Da ist es besser. Also wenn jetzt jemand unbedingt Fleisch isst, dann soll, ist schon besser, man kauft das. Aber das ist nicht das. Man kann es mit gutem Gewissen essen. Das sind Lügen. Die Coop-Werbung ist so verlogen. Mit Bildchen von Bauernhöfen, wo so zwei Hühnchen rumspazieren, drei Säulen und Idylle im Gras mit Blümchen, wo du siehst, das ist eine weisse Blumenwiese, wo nie ein Tier drin ist. Oder? Alles gestellt. Und das wird so systematisch betrieben. Und die Schlagwörter für eine nachhaltige Welt und das am Anfang schließen lassen, die Werbesprüche vom Coop, der macht das am aggressivsten, mit No Coop Naturaplan. Systematisch eintrichtern bei Coop Labelprodukten, da ist die Welt noch in Ordnung, so wie man sich es vorstellt. Hat mit der Realität absolut. Absolut, mit Bilderbuch Bauernhof. Also jetzt, wo der Bauer noch, da siehst du einen Bauer mit seiner Frau und einem Kind und die haben das Huhn im Arm. Denkst du, es gibt aber Bauern, die sich Mühe geben, das Bestmögliche zu machen und ist einfach der wirtschaftliche Druck? Oder sind nicht alle schlechte Menschen, nehme ich jetzt mal aus? Nicht alle Bauern sind schlechte Menschen? Da gibt es sicher Unterschiede, aber die wirtschaftlichen Zwänge haben gar nicht viel Spiel. Also ist das ein Stück weit eine Entschuldigung für die Bauern? Da wird die Grossverteiler, die diktieren denen alles praktisch. Das kann ein Kleinbauer, ein Hobbybauer, der einfach nicht auf den Erwerb angewiesen ist und ein paar Säulen hat, kann das anders sein. Aber die beliefern auch nicht Coop. Und aber sonst im Grossen und Ganzen, in der Massenproduktion, ist der Unterschied klein, ist kein Spielraum da. Ja, verstanden. Vegane Ernährung ist die einzige richtige Lösung. Bin ich zu dem Schluss. Was ist denn die am wenigsten schlimme zweite Lösung? Das sage ich nicht. Also die Leute wollen so wie du, genau, die nicht wollen, konsequent sein, die wollen dann so noch ein bisschen absolut. Ja, der Kessler hat auch gesagt, das sei nicht so schlecht. Nein, für das könnt ihr mich nicht haben. Ich mache auch der beste Gönner, der 1000 Franken spenden kann, der kommt es von mir nicht über. Tut mir leid. Ja. Es wäre unehrlich, weil die Unterschiede sind zu klein. Und vieles, weißt du, beim Bio, das Schlachten, Aufzug, viel ganz schlimm, es ist kein Unterschied zum Konventionellen. Und, dort, wo er ist halt schon, ist klar, ist es ein bisschen besser. Aber ein bisschen weniger schlecht. Aber das ist weit von dem weg. Und wie die Tiere einfach der Massen wurden, die Tiere nur schon das allein. Das geht einfach nicht. Wir haben das nicht nötig. Wir haben es nicht nötig. Die Höhlenbewohner hatten es vielleicht nötig, hier und da ein Tier zu jagen. Unter schweren Bedingungen ist es ihm gelungen. Aber wir haben so ein gutes Angebot. Es ist einfach Lust aufs Fleisch, Lust aufs Fressen. Ja, Lust. Wenn du Lust auf Frauen hast, gehst du Frauen vergewaltigen. Oder warum nicht? Ich sage, das ist das Motiv, oder? Das ja, ist natürlich. Für die, die Frauen vergewaltigen, ist das Motiv. Tun wir das dulden? Nein, der muss seine Lust, ist keine Rechtfertigung. Mhm. Mein Fleisch ist absolut gleich, keine Rechtfertigung. Niemand hat es nötig.
Man kann's, es ist Lust, Lust, es ist eine Frage vom Gewöhnen. Geschmack kann man entwickeln. Mhm. Und das ist ein Vorurteil, ich kann auf das nützen, wie das andere hat. Das ist ein Umgewöhnungsprozess. Das sagen alle, die den Weg gegangen sind. Es ist ein Umgewöhnungsprozess und nachher ist das vorbei. Dann vermissen wir das nicht mehr oder finden es noch besser als vorher. Und heute ist mir das nicht immer so einfach gewesen, aber heute findest du praktisch für alles einen guten Ersatz. Oft besser als das Original. Mhm. Oft besser. Also mit Joghurt habe ich gemerkt, es ist besser. Sogar, ja. Ja, da habe ich wirklich gemerkt, es ist Joghurt oder leichter. Ja. Und leichter, es genau. Gibt viel Produkt, das ich feststellen musste, es ist besser als das Original. Es ist nicht einfach ein minderwertiger Ersatz. Gewisse Sachen natürlich, wenn einer spezifisch etwas will, dann ist es gerade bei Fleisch, Käseprodukt, kannst du es nicht einfach identisch ersetzen. Dort muss einfach, aber heute kannst du feine Fondue machen, vegane, es gibt Fasnachtkäse vegane, es gibt breite Auswahl an Patisserie, es gibt fast nichts. Ich habe bei dem Weg gegangen. Ich habe vor allem Patisserie habe ich total vermisst. Also, es war eine Qual, bei der Vitrine vorbeizulaufen. Mhm. Aber nachher habe ich mir nur in so eine Hühnerfabrik kurz in den Kopf gehalten, und wo die Eier drin sind, dann ist es also eigentlich heisst das, dass, wenn du selber sagst, es ist ein Weg, es ist eigentlich unzumutbar fast, würde man einfach sagen, von heute auf morgen wird es vegan, sondern dein Aufruf ist, Gang den Weg, du halbieren. Das ist individuell. Und wieder halbieren und wieder halbieren. Es gibt, ist individuell. Viele junge Menschen, erstaunlicherweise, die werden vom Fleischesser in einem Tag Veganer. Ich höre immer wieder so viel. Vielleicht junge Menschen haben es da einfacher, als weißt, wenn es 50 Jahre mal deine Gewohnheit versteinert sind. Ich habe darüber gelacht, dass auch die progressivsten, linksten, weiß ich was, Menschen, die alles andere als konservativ sind, wenn es ums Fressen geht, da sind wir unglaublich. Unsere Thailänder, die in der Schweiz leben, die essen ihre Thai-Food. Wenn wir irgendwie zu lange im Ausland sind, brauchen wir unsere Rösti, was immer. Es ist so tief. Und ich habe das wie lustig gefunden, dass eben auch die unkonservativsten Menschen konservativ sind. Aber genau beim Essen ist es leider anders. Es ist leider so, dass man die Liberalität. Oder dann wollen sie originell sein. Und was machen sie dann? Dann gehen sie Straussenfleisch essen und irgend so exotisches, absurdes Zeug. Das findet sich dann sehr originell. Oder? Aber das ist ein Schein, eine billige Originalität. Also, und sonst wirklich einfach ja, die Konservativität, das schwillt, man holt den Knochen weg. Nimmst da werden Instinkt gekriegt, Abwehrreflex, dann ist der Kessler ein blöder Kessler. Wir können den ganzen Sendung über das machen. Weil, also der macht uns ein schlechtes Gewissen, oder? Wir müssen schauen, einen Weg finden, dass wir den mal ernst nehmen. Familie, wenn unser Heft gestreut wird, und die Mutter sieht sofort ins Altpapier, bevor sie das Kind sehen. Mhm. Weil sonst nachher stellen die Kinder Fragen. Und dann noch so heuchlerisch. Eine hat geschrieben, das sei eine Zumutung für die Kinder. Das Heftchen mit so Bildern drin. Aber nicht die Tatsache, was passiert ist, Zumutung. Ja, das sei eine Zumutung, eine Frechheit, sie mache eine Anzeige. Und dann habe ich gesagt, sie gute Frau, für die Kinder ist das nicht eine Zumutung. Die würden das anschauen, würden Fragen stellen. Tun wir das auch essen? Ich will das nicht mehr. Und das ist das, was sie nicht wollen. Sie sind ganz verlogen. Es geht um sie und nicht um die Kinder. Die Kinder können ihr, stimmt, sie haben Angst vor der Frage, vor der Konfrontation. Umgehen. Aber die Mutter will das nicht, dass die Kinder mal sagen, das ist sich nicht mehr. Aber da erleben wir viel. Ich erlebe es auch als Fleischesser, wenn ich mich einsetze für gemäßigten Konsum, aber eben aufhören oder eben, wenn es nur mehr geht, oder? Ich bin im Kompromiss rein, dann wirft mir natürlich einfach vor, ich bin ja selber ein Fleischfresser und es gilt nichts, wenn ich zähle. Wenn ich aber vegan wäre, dann wäre ich ein Extremist, der missionieren würde, also das heisst, ein Fleischfresser, Karnivore, die haben immer eine Ausrede, um ihr Verhalten nicht zu ändern. Ja. Wenigstens die Unehrlichen. Ich leide wenigstens darunter, nicht so die anderen. Der Mensch, das weiss man aus der Psychologie, der ist so erfinderisch beim Verdrängen. Ein Weltmeister. Mhm. Irgendwas verdrängen mit Rationalisieren, warum dass man es eben trotzdem macht. Mhm. Und das ist so bequem. Und wir tun halt, und das sind wir natürlich störenfrei. Mhm. Weißt? Wir machen es nicht leicht, das Verbrennen. Wenn ich wieder Tatsachen berichte, neueste Bilder, keine schwarzen Schafe, das ist die Realität, die sie unterstützen. Es gibt keine Ausrede, es ist so.
das ist natürlich eine unheimliche Herausforderung. Und dass da Widerstand kommt. Und auch von den Medien, weißt du, dass erstens sind es meistens selber, die das Konsumenten, dann sind es mitschuldig, indem sie das Thema ständig unterdrücken. Das ist ja, kein Medium in der Schweiz hat jemals berichtet über die landesweiten Missstände. Wenn auf Kassensturz, dann tut punktuell etwas rausbringen. Und dann haben die Leute das Gefühl, ah, der Kassensturz hat es gebracht, folglich wird sofort der Missstand beseitigen. Ja. Und das ist aber überhaupt nicht so, es passiert nicht, gar nichts. Sie haben auch den Power nicht, sie müssten alle Woche über das berichten, immer wieder. Und zwar dann wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Ja. Und darum kommen die Anfindungen. Das ist, wir sind, machen natürlich den Leuten, die nicht wollen, machen wir das Leben schon schwer. Weil kannst du es nicht so einfach, kannst du es entsorgen ins Altpapier, aber wenn, bei dieser Handlung weiss man schon wieder, ich tue etwas weg, wo nicht drohig ist, wo ich nicht wissen wollte. Also, und dann muss man sich nicht wundern. Ich sage gar nichts. Stimmt, dann hat das Fortwerfen vom Blatt auch schon eine Erziehung? Ja, ist doch einfach, das Gewissen regt sich. Ja. Und darum, glaube ich, ist auch manchmal, reagieren die Fleischesser oder Fleischfresser auch so aggressiv. Weil manchmal bin ich erstaunt, wie und so die so aggressiv tun, werfen dann oft den Veganer vor, dass sie vegan. Und sie sagen, genau, jetzt fressen sie gerade zwei Bratwürste zur Nacht und so. Das ist die Lage. Die fühlen sich, auch wenn einer nicht missioniert, sondern einfach sagt, ich esse vegan. Ja. Weil drinnen weiss man, es ist eigentlich falsch. Wissen tun sie es schon auch. Ja. Fühlen sich sofort angegriffen, nur weil der das sagt. Mhm. Er sagt gar nicht, ihr seid Tierquäler, er sagt nichts, ich esse vegan. Ja. Es ist schon angegriffen, werden sie aggressiv und dann stellen sie als blöd, ja, Fanatiker und so. Mhm. Das ist alles C12, schlechter Gewissen. Mhm. Und da muss man sich nicht tun. Wenn wir nicht so angefindet würden, würde ich etwas falsch machen. Mhm. Dann hoffe ich dir noch, dass du noch viele Finder hast in Zukunft. Ja. Hoffentlich schon mal in die Sendung. Jetzt haben wir sicher vieles ansprechen können, aber wir wirklich tiefer gehen. Gewisse Sachen schon. Es gibt noch viel zu sagen. Aber es gibt noch viel zu erzählen. Ja. Kommst einfach wieder. Klar, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinkommen. Ciao, Dani. Ciao, Irmin. Bis zum nächsten Mal.